Herzlich willkommen. Im Namen von Medico International darf ich Sie hier virtuell in Empfang nehmen zu unserer Konferenz Die Rekonstruktion der Welt – Hilfe, Solidarität, Politik. Mein Name ist Anne Blum, ich bin die Vorsitzende des Vereins Medico International. Zunächst erstmal möchte ich Ihnen sagen, wie sehr wir uns freuen über das große Interesse an dieser Veranstaltung. Wir hatten im Vorfeld über 6.000 Anmeldungen und auch wenn wir wissen, dass nur ein Bruchteil später die einzelnen Themenkomplexe verfolgen wird, ist es doch für uns ein großer Erfolg zu sehen, auf welche Resonanz diese Themen stoßen. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen bedanken, die viel Arbeit in die Vorbereitung und Durchführung der Konferenz gesteckt haben. Das sind natürlich alle Mitarbeiter von Medico, die die Themen vorbereitet haben. Das sind unsere Kooperationspartnerinnen, die werden wir hinterher auch noch nennen und sehen. Und natürlich auch die Technik vor und hinter der Bühne. Vielen Dank erstmal dafür. Bevor wir starten, würde ich gerne ein bisschen die Konferenz noch einordnen für Medico. Wir sind eine Hilfsorganisation, die es seit über 50 Jahren gibt. Und die tatkräftige Hilfe mit einer Vielzahl von Projekten in den unterschiedlichsten Regionen der Welt leistet. Und damit in einem immer wieder neu zu bestimmenden und neu zu überprüfenden emanzipatorischen Sinn konkret handeln will. Das ist ein hoher Anspruch und der kann nur gelingen, wenn Hilfe immer wieder hinterfragt wird. Deshalb begann Medico spätestens in den 80er Jahren, sich jenseits der praktischen Hilfe mit den Strukturen auseinanderzusetzen, die für das Elend der Welt verantwortlich sind. Denn, so paradox es klingen mag, Hilfe kann, auch wenn sie noch so dringend gebraucht wird, die Zustände zementieren, vor denen sie eigentlich retten soll. Wenn also Hilfe sich nicht damit begnügen will, als Deckmantel Not abzufedern, dann muss sie sich gewissermaßen ins Handgemenge begeben, das heißt, in die Auseinandersetzung mit den Elend verursachenden und krankmachenden Verhältnissen. Denn das eigentliche Ziel muss ja sein, Hilfe endlich zu überwinden. In bisher 2 Konferenzen haben wir gemeinsam mit vielen Kooperationspartnerinnen damit begonnen, uns mit diesem Dilemma und Anspruch auseinanderzusetzen und Auswege daraus aufzuzeigen. 2003 mit Macht und Ohnmacht der Hilfe, Hilfe in Zeiten von Globalisierung und Krieg. Hier ging es um Entpolitisierung und Instrumentalisierung der Hilfe. 2014 mit Beyond Aid, von der Wohltätigkeit zur Solidarität. Die aufgeworfene große Frage war, welche Formen der Solidarität können in einer globalisierten Welt nachhaltige Veränderungen bewirken? Und nun folgt die 3. Konferenz, die Rekonstruktion der Welt, Hilfe, Solidarität, Politik. Was braucht es, um die Welt zu einem Ort zu machen, der für alle frei und gleich bewohnbar ist? All die mit den Konferenzen aufgeworfenen Fragen sind aktuell und haben einen konkreten Bezug. Der erste heutige Teil der Konferenz wird dies auch aufzeigen. Haiti, das ist der Themenkomplex, der als erstes folgt, zeigt paradigmatisch, wie politische Krisen in humanitäre Krisen umgedeutet werden. Diese haben in der Tat furchtbare humanitäre Notlagen zur Konsequenz, aber Hilfe muss bei karitativem Fehlverständnis scheitern. Das haben leider viele Hilfsprojekte nach dem verheerenden Erdbeben 2010 tragisch bewiesen. Ein zweites schreckliches Beispiel ist das inzwischen abgebrannte Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, wo durch Aufrufe zu wohltätiger Hilfe die schlimmsten Bedingungen im Lager verbessert werden sollten, aber weder werden und wurden Fluchtursachen klar benannt oder bekämpft, noch den Geflüchteten ihre grundlegendsten Rechte gewährt. Und natürlich bestimmt auch die Corona-Pandemie die Konferenz. Nicht nur, weil sie nochmal brutal aufzeigt, was Ungleichheit und Ausgrenzung anrichtet. Auch die Auseinandersetzung um die Impfstoffe, die fast ausschließlich den reichen Nationen zur Verfügung stehen, illustriert gut, welchen Unterschied ein radikal demokratisches Verständnis von Gesundheit und gerechte Ressourcenverteilung machen würde. Denn es ist ja völlig klar, dass eine solche Pandemie nur global und gemeinsam bewältigt werden kann. Denn Viren machen nicht vor den Grenzen von Nationalstaaten Halt. Deshalb sollten Impfstoffe und Medikamente als Güter des öffentlichen Gemeinwohls betrachtet werden. Das wird hier aber noch ein großes Thema sein und von verschiedener Seite beleuchtet werden. Wichtig ist mir zu zeigen, dass sich hier exemplarisch und ganz praktisch zeigt,
Ohne globales Denken und solidarisches Handeln lässt sich die Krise nicht bewältigen. Und um dieses Denken in einem geweiteten Sinn soll es hier auf der Konferenz auch gehen. Auf einer ganz praktischen Ebene beeinflusst die Pandemie die Konferenz natürlich auch. Ursprünglich war alles so geplant wie die anderen beiden Konferenzen auch. Mit Rednern auf der Bühne, einem Publikum, mit Gesprächen in den Pausen und Arbeitsgruppen. Da hat nun die Pandemie einen Strich durchgemacht. Aber das digitale Format erweist sich auch als eine große Chance. Natürlich nur, wenn alles funktioniert, was wir natürlich sehr hoffen. Denn wir nutzen das Online-Format, um mit unseren Partnerinnen aus unterschiedlichsten Teilen der Welt live zusammen und ins Gespräch zu kommen. Deren Teilnahme ermöglicht einen spannenden Perspektivwechsel aus dem globalen Süden in den globalen Norden und nicht nur immer umgedreht, wie wir es gewohnt sind. Damit das gelingt, haben wir auch Übersetzungen in Spanisch, Englisch und Französisch möglich gemacht. Glücklicherweise haben wir für dieses aufwendige Projekt auch Unterstützerinnen gefunden, sowohl inhaltlich als auch finanziell. Ihnen möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich danken und sie nochmal benennen. Das ist die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Fachbereich 3 der Frankfurter Goethe-Universität, das Institut für Sozialforschung, das International Institute of Political Murder und das European Center for Constitutional and Human Rights. Nochmal vielen Dank. Anne Jung, Gesundheitsreferentin und Leiterin unserer Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, wird nun im Anschluss noch etwas zu Thema und Ablauf der Konferenz sagen. Zuvor möchte ich aber noch etwas ganz anderes ansprechen. Was nie vergessen werden darf, der Kampf darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ist in vielen Teilen der Welt lebensgefährlich. Immer wieder werden Menschen deswegen inhaftiert, gefoltert und umgebracht. Uns hat leider in den vergangenen Tagen die Nachricht vom Tod unseres langjährigen Partners und Freundes, dem libanesischen Journalisten und Verleger Lokman Slim, zutiefst erschüttert. Er wurde am 3. Februar ermordet. An dieser Stelle möchten wir auch seiner gedenken. Das illustriert leider auf sehr traurige Weise eindrücklich, wie sehr das aufklärerische Denken, dem wir uns ja hier auch auf der Konferenz verschreiben, in der Praxis gefürchtet wird. Zunächst aber möchte ich mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und an Anne Jung weitergeben. Vielen Dank. Bevor wir nun mit unserem Programm fortfahren, möchten wir gerne in Gedenken an unseren langjährigen Partner Lokman Slim eine Gedenkminute einlegen. Vielen Dank. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wo auch immer auf der Welt Sie sich gerade befinden. Ich bin Anne Jung, ich leite die Öffentlichkeitsabteilung von Medico International. Vor uns jetzt liegen 3 Tage, an denen wir nicht nur die miserable Lage der Welt besprechen möchten, sondern auch und vor allem Möglichkeiten zu ihrer Veränderung, zu ihrer Rekonstruktion aufzuweisen. Eine Rekonstruktion, die erste Hinweise gibt auf eine Welt als einen Ort, den zu bewohnen
ein Leben in Würde und frei von Leid, Ungerechtigkeit und Unterdrückung ermöglicht. Nicht zufällig haben wir die Rekonstruktion in Klammern gesetzt, denn wir verstehen diesen Prozess ausdrücklich nicht als eine Rekonstruktion des Lebens vor der Pandemie. Denn diese Welt war schon lange vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie krank. Erinnern wir uns kurz zurück an die Tage und Wochen genau vor einem Jahr. Es dauerte nur ein Wimpernschlag, bis die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie in den arm gehaltenen Regionen der Welt sich ausbreiteten, noch lange bevor das Virus selbst dort ankam. Der Zusammenbruch der auf maximale Ausbeutung ausgerichteten Lieferketten sorgte in vielen Regionen der Welt bereits für Verelendung, lange bevor das Virus dort ankam. Millionen Textilarbeiterinnen verloren ihre Jobs. Schon im März letzten Jahres berichteten unsere Partnerinnen, dass sie das Schulgeld für ihre Kinder nicht mehr aufbringen können und kein Geld haben, selbst zu einem Arzt zu gehen, weil die Auftraggeber in Europa die bestellte Ware im Lockdown nicht mehr abholten und auch nicht mehr bezahlten. Ihr Ruf nach einem Schuldenerlass als Ausdruck eines globalen Aktes von Solidarität verhallt bis heute. Menschen auf der Flucht mussten ihre Suche nach sicheren Orten unterbrechen, mit häufig tödlichem Ausgang. Und denen, die schon in Auffanglagern im Zielland oder im Transit angekommen waren, werden zur Bedrohung erklärt, nicht etwa das Virus. Mit der Folge, dass medizinische Hilfe auch dann verweigert wird, wenn sie leicht verfügbar wäre. Wie in den Lagern auf den griechischen Inseln, von denen heute noch mehr zu hören sein wird. Das ist, wie die Medico-Kollegin Ramona Lenz gestern mit Blick auf die Lagerbedingungen auf Lesbos formulierte, nichts anderes als ein Verbrechen. Unzählige Menschen weltweit brauchten ihre kärglichen Ersparnisse auf, um ihr Überleben wenigstens für einige Wochen zu sichern. Wir sehen, das Virus trifft im Kapitalismus auf Weltverhältnisse, die so beschaffen sind, dass die Einhaltung der Schutzmaßnahmen für Millionen Menschen selbst zum Risiko wird. Kritische Stimmen wurden von Simbabwe über Nicaragua bis Sri Lanka unter dem Vorwand der Pandemieeindämmung zum Schweigen gebracht. Als beispielsweise hunderte nicaraguanische Ärztinnen im letzten Frühjahr ihre Regierung aufforderten, stärkere Schritte zur Einhaltung der Pandemie zu unternehmen, bezeichnete Vizepräsidentin Murillo sie als Außerirdische, die in anderen Galaxien leben. Sie leugnete die Gefahren und sie verweigerte jede Unterstützung. Auch die globalen Verwerfungen, auch das muss hier an dieser Stelle einfach mal klar ausgesprochen werden, lassen uns in diesen Zeiten bisweilen verzweifeln und sprachlos werden. Ja, diese Pandemie ist eine globale Erfahrung. Aber wir können doch nicht im Ernst die Augen verschließen vor der fundamentalen Unterschiedlichkeit dieser Erfahrung. In den reichen Ländern mit ihren immer noch starken Gesundheitssystemen und vielen Bürojobs ist ein Schutz vor dem Virus trotz aller Mängel und Isolation einfach zu gewährleisten und viel einfacher als in ärmeren Ländern, wo die Infrastruktur im Zuge neoliberaler Kürzungen sehr geschwächt ist. Der Schutz, den wir hierzulande in Anspruch nehmen können, wird zum Luxus und wir zu seinen Profiteurinnen. Das Virus macht uns eben nicht alle gleich. Es weist auf die Risse in unserer Weltgesellschaft hin. Diese Unterschiedlichkeit, diese Risse nicht wahrzunehmen, ist nicht nur unsolidarisch, es versperrt auch den Blick auf die Veränderbarkeit, auf mögliche Wege einer Rekonstruktion der Welt. Und die Covid-19-Pandemie offenbart die Notwendigkeit dieser Rekonstruktion in selten erlebter Dringlichkeit.
Nichts macht das Projekt der globalen Ungleichheit so deutlich wie die Verteilungsungerechtigkeit des von uns allen so sehnsüchtig erwarteten Impfstoffs. Eine Verteilungsungerechtigkeit, die Folge ist des politischen Egoismus und des Impfstoffkapitalismus der Industrienationen. Wir erleben gerade eine Jahrhundertgesundheitskrise, aber die Industriestaaten halten am Patentsystem und an der Kapitalisierung des Gesundheitswissens fest. Es waren Deutschland, Europa und mit ihnen fast alle Industrienationen, die durch intransparente Verträge dafür gesorgt haben, dass das Wissen, das in den Impfstoffen steckt, den Pharmaunternehmen gehört. Die Risiken wurden vergesellschaftet, die Gewinne privatisiert. BioNTech beispielsweise hat die Entwicklung des Impfstoffs zu über 80% aus öffentlichen Mitteln finanziert. Die Gewinne jedoch gehen zu 100% an das Unternehmen. Die Industrienationen waren es auch, die den Unternehmen vertraglich die Entscheidungsmacht verliehen haben, wie, wo und in welcher Anzahl die Impfstoffe hergestellt werden und was sie kosten. Sie haben entschieden, dass die bestehende kapitalistische Ordnung gegen die fundamentalen Gesundheitsbedürfnisse der Menschen und gegen epidemiologische Notwendigkeiten der Eindämmung der Pandemie zu verteidigen, koste was es wolle, indem sie nämlich die Initiativen des globalen Südens zur Aussetzung des Patentrechts, zum Beispiel bei der Welthandelsorganisation, einfach torpedieren. Die Folge ist eine künstliche Verknappung der Impfstoffe. Seien Sie ehrlich und sagen Sie, mein Volk zuerst, sagte die ehemalige ruandische Gesundheitsministerin kürzlich. Lügen Sie uns nicht an und sagen Sie nicht einfach, wir seien gleichberechtigt. Diese Impfstoffdebatte ist also paradigmatisch für den Zustand der Welt, der eben Gegenstand unserer Konferenz der nächsten 3 Tage ist. Hilfe, Solidarität, Politik lauten die Unterzeilen unserer Konferenz. Auf die Hilfe möchte ich noch kurz eingehen. Denn an die Stelle des Rechts auf den Zugang zu bestmöglicher Gesundheit, im Konkreten derzeit vor allen Dingen zum Impfstoff für alle, wird sozusagen die Hilfe in Stellung gebracht. Die an die Weltgesundheitsorganisation angedockte Initiative COVAX, die einen weltweit gleichmäßigen und gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen gewährleisten soll, basiert lediglich auf freiwilligen Zuwendungen von Staaten und ist ein Zusammenschluss aus Ländern der Pharmaindustrie und von philanthropischen Stiftungen. Und abgesehen mal davon, dass bis heute nur ein Bruchteil der benötigten Mittel überhaupt eingegangen ist, wird diese Form der Hilfe überhaupt erst nötig durch die Verweigerung von verantwortlichem politischen Handeln. Die Hilfe legitimiert die Verweigerung von Menschenrechten. Wer handelt wie die Industrienationen, gibt die Bearbeitung der globalen Probleme auf und bedient sich der Hilfe quasi als eines schlecht sitzenden Pflasters, das, wie der Philosoph Theodor Adorno sagte, die sichtbaren Wundstellen der Gesellschaft planmäßig zukleben soll. Uns wird in diesen Tagen von der Pharmaindustrie und der Politik oft vorgeworfen, zu radikal zu sein, wenn wir sagen, dass Patente töten. Aber die Radikalität besteht doch darin, dass die Pharmaunternehmen und Regierungen Maßnahmen blockieren, die im Menschheitsinteresse liegen. Eine global gedachte Gesundheitspolitik kann nur funktionieren, wenn sie nach menschenrechtlichen Kriterien ausgerichtet ist und Patente auf essentielle Therapeutika, Diagnostika, Vakzine und andere medizinische Güter als globale Allmende denkt. Wem gehören die Patente?
wurde der Entdecker des Polio-Impfstoffs, Jonas Salk, Ende der 1950er Jahre gefragt. Er antwortete: Den Menschen, darf man die Sonne patentieren? Und er gab das Patent auf den Impfstoff frei. Die Zeit ist also reif, uns ein neues System vorzustellen und gemeinsam aufzubauen, das nicht auf geistiges Eigentum, Monopole und Geheimhaltung basiert, sondern auf Ansätze für medizinische Forschung und Entwicklung, die von öffentlicher Gesundheit, Offenheit, Zusammenarbeit und gerechter Verteilung angetrieben werden. Die globale Gesundheitspolitik zu rekonstruieren, ist ein wesentlicher Beitrag, aber das allein, das ist klar, wird nicht reichen und um viele weitere Facetten wird es auf dieser Konferenz gehen. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Die Diskussion der in der Hilfe gesammelten Welterfahrung spürt die Anfänge einer erneuerten Politik in den Praktiken der Solidarität auf. Diese Anfänge scheinen bereits auf. In den globalen Protesten für Klimagerechtigkeit, den transnationalen, feministischen und antirassistischen Bewegungen, den lokalen Aufständen für Demokratie, für Menschenrechte und ein würdiges Leben. Diese Kämpfe eint, dass sie verstanden werden, dass sie verstanden haben, dass es für uns alle, dass es für alle diese Krisen nur globale Lösungen geben kann. Sie fordern das Recht auf Rechte. Sie fordern eine globale Gerechtigkeit, die auch die erste Voraussetzung für den globalen Zustand zu Gesundheit ist und bleiben wird. In der Erfahrung der Hilfe zeigt sich das eindringlich in Haiti und auf Lesbos. Zwei Inseln, die exemplarisch stehen für das Ausgeschlossensein vom Recht auf Rechte. Deshalb fangen wir heute mit diesen Erfahrungen an. In den kommenden 3 Tagen wollen wir aufbauend auf den paradigmatischen Erfahrungen aus Moria und Haiti die Rekonstruktion der Welt denken, Fragen stellen, die wir in langen und häufigen Gesprächen mit unseren Kolleginnen hier im Haus, mit unseren Partnerinnen überall auf der Welt, mit den Referentinnen und mit den Mitveranstalterinnen, die bereits genannt wurden, entwickelt haben. Der Ausgangspunkt dieses Unterfangens ist unverrückbar. Das Verhältnis von Hilfe, Solidarität und Politik wird aus dem Verhältnis bestimmt, das wir uns alle in der Erklärung der Menschenrechte gegeben haben. Das Versprechen einer globalen und sozialen Ordnung, in der die alle Weltbewohnerinnen zugeerkannten Rechte voll verwirklicht werden. Ich wünsche uns allen in den kommenden Tagen gute Diskussionen und bedanke mich. Das macht I can get my video running. The host has stopped it. Please, dear host, unstop it. Okay, it's good. Thank you.
Ja, hallo. Okay. Ja, ich bin jetzt unmuted. Vielleicht mute ich mich nochmal. Hm? Okay, ich glaube, ich bin online. Ja. Okay, dann lege ich mal auf, ne? Danke. Everyone else there? So I might just start. A warm welcome also from my side to this first panel of this great. Gut, sind alle da? Dann begrüße ich Sie ebenfalls zu dieser Konferenz. Mein Name ist Andrea Steinke vom Center for Humanitarian Action. And I'm very, very excited to be part of this panel and moderating this panel today. So, as 60 minutes is very little time to discuss. 60 Minuten sind sehr wenig für die Diskussion. Deswegen möchte ich jetzt nicht viel Zeit dafür aufwenden, einzuführen. Es gibt eben diese Stereotypen, wie die Welt zum Beispiel über Haiti spricht. Man braucht da nur Artikel in deutschen Zeitungen oder nicht-haitianischen Zeitungen zu lesen, dann wissen Sie, über was ich spreche. Thema der Konferenz also ist Haiti und Reconstruction, Wiederaufbau. Und das war in Haiti in seiner Geschichte oft nötig. Zunächst als die Kolonisatoren ankamen und 3 Jahrhunderte Sklaverei gebracht haben, dann die Revolution von Haiti, als die begann, folgte die Gründung der Republik 1804, die allgemeinen Menschenrechte für alle versprach. Dann gab es den Wiederaufbau nach dem Revolutionskrieg. Große Teile der Insel waren zerstört und die Republik Haiti war politisch isoliert und wirtschaftlich. Und heute, nach Wahlen, nach der Vertreibung des Diktators in den 90er Jahren, war wieder ein Wiederaufbau notwendig. Und dann nach dem Erdbeben 2010 mit der riesigen Katastrophe. Ich führe das nur an, um Ihnen zu zeigen, dass es mehr als eine Gelegenheit gab, bei der Haiti sich wieder aufbauen musste. Es war oft nicht die eigene Wahl, sondern aus strukturellen Gründen. Seit wir über diese Konferenz gesprochen haben, haben sich die Ereignisse in Haiti entwickelt. Der gewählte Präsident kann sein Amt nicht antreten. Das wird nun von verschiedenen Beteiligten unterschiedlich gesehen, die Organisationen der Zivilgesellschaft. Es wird verlangt, dass der Präsident zurücktritt, aber die Vereinigten Staaten, die UN, unterstützen ihn noch. Das ist also eine neue Entwicklung, die wir diskutieren in Haiti. Eine aktuelle Entwicklung. Wir möchten auch jedem Redner die Gelegenheit geben, die eigene Erfahrung, die eigenen Kenntnisse darzustellen. Ich bin unendlich dankbar und geehrt, dass wir Nixon Bumba in Port-au-Prince, Katja Mauer in Frankfurt und Mark Schuller in Chicago bei uns haben. Ich werde die Einzelnen später noch vorstellen. Wir beginnen mit Nixon Bumba. Nixon Bumba ist ein Menschenrechtsaktivist aus Haiti, Journalist und Mitglied verschiedener sozialer Bewegungen, hauptsächlich
Justice Collective ensuring that healthy people understand their rights in regard. Einem geht es eben um die Rechte. Shell Center Visiting Human Rights Fellow war er. Und er arbeitet. Ich möchte Sie also alle begrüßen und vor allem Nixon Bumba. Können Sie uns zunächst etwas sagen zur aktuellen Situation in Haiti? Merci, Andrea. Bonjour, bonjour tout le monde. Wieder nicht. Vielen Dank, Andrea. Guten Tag Ihnen allen. Wie Andrea sagte, dass sie sich geehrt fühlt, uns hier als Gäste zu haben, so fühle ich mich geehrt, für die Einladung an dieser Konferenz teilnehmen zu dürfen, die sich zum Thema gesetzt hat, die Rekonstruktion der Welt. Als allererstes müssen wir sagen, dass wir uns schon seit langem die Frage stellen, ob es nicht notwendig ist, die Welt neu zu schaffen. Wir sagen dazu, dass wir das System ändern müssen. In unserer heutigen Realität wird deutlich, dass das System, das gegen den Willen und gegen die Existenz dieser kleinen Insel hier, die nur etwa 11 Millionen Einwohner hat, die Kolonialismus, Sklavenhaltung und Beherrschung durch die Armee erlebt hat. Ohne diese Menschen zu berücksichtigen und dieses System muss geändert werden, denn uns werden die eigentlichsten Menschenrechte verweigert. In der jetzigen Situation leben wir nun schon fast 3 Jahre mit den Skandalen der Korruption. Wir wissen, dass Korruption zu den historischen Wurzeln unseres Landes gehören. Aber es ist mit dem letzten Unruhen im Jahr 2018 deutlich geworden, wie stark verbreitet die Korruption ist. Wir haben einen großen Rückhalt der Bevölkerung für diesen Versuch, die Gesellschaft zu verändern, die Herrschaft in unserem Land zu verändern und die Menschenrechte endlich respektieren zu lassen. Wir werden wie zu Kolonialzeiten ausgebeutet. Wir haben nicht das Recht auf Selbstbestimmung. Wir haben nicht das Ideal, für das wir damals die Revolution gemacht haben, dass wir uns selbst bestimmen können und frei leben können. Wir haben zurzeit eine sehr starke soziale Bewegung, die in der Lage ist, die staatlichen Strukturen in Frage zu stellen, die gegen den Willen der haitianischen Nation eingerichtet wurde, uns auferlegt wurde. Wir haben kulturelle Wurzeln, aber wir haben auch ein eigenes Wirtschaftsmodell, aber die Bevölkerung kommt nicht in den Genuss der Früchte dieser Wirtschaft des Landes. Diese Bewegung, diese starke soziale Bewegung hat jetzt international Kontakte geknüpft und stellte die Machtverhältnisse und die Klassenverhältnisse in unserem Land in Frage. Die Bewegung ist stark geworden. Wir haben über 4 Millionen Einwohner im Land mobilisieren können. Wir haben manchmal Demonstrationen mit über 1 Million Teilnehmern. Und es gibt immer mehr Gelegenheiten, bei denen das Volk selber
Macht übernimmt. Es gibt sehr viele Forderungen. Vor allem fordern wir Zugang zur sozialen Gerechtigkeit zu bekommen, zur historischen sozialen Gerechtigkeit. Die Landbevölkerung, die Frauen versuchen, sich in der Volkswirtschaft zu verwirklichen. In den letzten 3 Jahren sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bevölkerungsschichten wieder sehr viel stärker zutage getreten. Wir wollen aber auch Transparenz haben, um die Korruptionsskandale wirklich aufzudecken und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, auch zur Rechenschaft ziehen zu können. Wir wissen, dass die Entwicklungshilfe, die internationale, auch zu bestimmten Abhängigkeiten führt. Und es wurde sehr viele Gelder gegeben, aber die sind nicht bei den tatsächlich Bedürftigen angekommen. Also auch hier gibt es Korruption. Und hier gibt es eine starke Forderung von Seiten des Volkes. Die Verantwortlichen, die auf der Ebene der Regierung zu suchen sind, auch tatsächlich zur Rechenschaft zu ziehen. Im Jahr 2020 wurden über 350 Menschen getötet bei Aufruhr. Die Antwort war eine massive Repression. Und es hat dazu geführt, dass in den Vorstädten sich immer mehr Gangs bilden, die gegeneinander kämpfen, die die Bewegung auch verlangsamen und die natürlich Auswirkungen haben mit ihrem Tun auf das Leben, das alltägliche Leben der Menschen. Es wurde immer gesagt, dass die Macht geteilt werden muss, dass es eine Kontrolle auch der Macht gibt, aber das besteht im Moment nicht und es gibt keine Möglichkeit für uns, den berechtigten Forderungen des Volkes auch tatsächlich ein Gehör zu verschaffen. Wir wollen die Bekämpfung der Korruption, wir wollen, dass den Petrodieben, wie wir sie hier nennen, der Prozess gemacht wird. Wir wollen, dass das System in Haiti geändert wird. Was bedeutet das? Das heißt, dass wir sehr viel Arbeit vor uns haben. Das System zu verändern ist das, was wir erhoffen. Das heißt, wir müssen diese historischen Wurzeln mit dem Kolonialismus endlich kappen. Diese wurden durch die wichtigsten Vertretungen der westeuropäischen Länder und mancher Länder Lateinamerikas bisher aufrechterhalten. Wir wollen eine soziale Zukunft. Wir wollen, dass die Grundrechte respektiert werden. Heute muss in Haiti alles von der Mittelklasse, wie wir sie hier nennen, gebaut werden. Es gibt keine echten Verbindungen zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen. Man begegnet sich höchstens rund um die Schulen, aber eigentlich ist jede Bevölkerungsgruppe von den anderen stark abgegrenzt. Wir wissen nicht, wie wir das alles ändern können und wie wir an unser Ideal der Selbstbestimmung wieder anknüpfen können, dass wir selber produzieren, um unsere Bedürfnisse zu stillen, ohne dass wir ausgebeutet werden und ohne dass wir für Leute arbeiten, zu denen wir keinerlei Beziehung haben. Die internationale Völkergemeinschaft, wenn man davon sprechen will, aber die gibt es ja überhaupt nicht. Es gibt keine Gemeinschaft auf internationaler Ebene. Es gibt nur eine Gemeinschaft der Mächtigen, die uns vorschreiben, wie wir handeln müssen, was wir machen müssen. Wir müssen günstige Arbeitskräfte liefern. Wir müssen zum Beispiel Bananen nach Deutschland liefern.
Entschuldigung für diesen Vergleich. Also ich möchte mich bei all meinen deutschen Zuhörern jetzt entschuldigen, aber das ist nur ein Beispiel. Die koloniale Logik, die herrscht nach wie vor. Das ist eine patriarchale Logik, egal wie Sie sie nennen wollen. Und auch der Rassismus ist ein Problem für uns. Wir werden mit rassistischen Worten behandelt. Und das ist etwas, was wir von der internationalen Gemeinschaft nicht länger hinnehmen möchten. Wir verlangen, das ist eine humanitäre Angelegenheit, dass wir tatsächlich respektiert werden, dass wir befreit werden, um leben zu können, wie wir das wollen. Also ich hoffe, das hat Ihnen einen kleinen Überblick gegeben über die Situation, in der wir heute leben in Haiti. Wir haben praktisch eine Unterbrechung der Demokratie, weil wir keinen Präsidenten haben. Also es ist einer gewählt worden, aber der kann sein Mandat nicht antreten. Es gibt eine legitime Forderung, dass dieser Präsident sein Amt räumt und Platz macht für einen Übergang. Aber es gibt auch diese Vision der internationalen Gemeinschaften, die sagen, dass es einen Konflikt zwischen verschiedenen politischen Lagern gibt. Aber es ist sehr viel mehr. Es geht darum, wie wir zusammenleben wollen, wie die Gesellschaft sich gestalten will. Das ist das, was wir verlangen. Wir haben jetzt in den letzten 4 Monaten praktisch täglich irgendwelche Kidnapping-Aktionen erlebt und das ist an der Tagesordnung. Und das ist natürlich für die Menschen in Haiti ein Albtraum. Menschen werden einfach verschleppt, manche werden festgesetzt, es wurden auch Polizisten festgesetzt. Wie schon gesagt, Gangsterbanden machen sich breit im öffentlichen Raum und es gibt da eine Gang, die heißt Genève, die alle terrorisiert und die ständig demonstriert und auch Polizisten tötet, die ihrerseits wieder für Massaker verantwortlich sind. Also das ist der Kontext, von dem ich ausgehe, dass er wahrscheinlich zu meinen Lebzeiten gar nicht mehr gelöst werden kann. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir leben im Moment praktisch die gleiche Situation wieder, die wir bereits früher erlebt haben. Das Rechtssystem ist vollkommen korrupt. Die Polizei ist fast wie eine paramilitärische Einheit, die illegitime Maßnahmen ergreift und die überhaupt nicht der Bevölkerung, die sie eigentlich schützen soll, zu Hilfe kommen kann. Es ist wirklich eine sehr schwierige Situation, eine Situation, die für die Menschen sehr, sehr schwierig ist. Selbst für diejenigen, die Gemüse oder Obst verkaufen oder kaufen möchten, das ist kaum möglich, weil sie von den Banden und von den terroristischen, militärisch agierenden Banden bedroht werden. Vielen Dank. Ihnen allen, die Sie hier zuhören, für Ihre Solidarität. Wir brauchen diese Solidarität, um die Situation in Haiti bekannt zu machen. Nicht nur bekannt zu machen, sondern auch um deutlich zu machen, dass wir eine Forderung haben, dieses System zu ändern. Dieses System, das uns krank macht, nicht nur auf Haiti. Ein System, das auch Deutschland, Frankreich, die USA, alle anderen Länder dieser Welt betrifft. Vielen Dank. A broad and intelligible insight on Ja, zunächst mal möchte ich sagen, nach diesen Einblicken in die Struktur in Haiti, möchte ich sagen, wenden Sie sich weiterhin an die internationalen Akteure, verschonen Sie auch die Deutschen nicht und auch die anderen nicht. Ich möchte eine Frage noch stellen, zusätzlich zu Ihren anderen Aktivitäten. Und den Bewegungen, von denen Sie gesprochen haben, arbeiten Sie auch für internationale NGOs.
Sehen Sie da Möglichkeiten, die Kräfte zu bündeln und damit dann auch die Situation zu reformieren? Ich glaube, die Tatsache, dass ich heute hier in dieser Konferenz mitmachen kann, zeigt schon, dass wir in der Lage sind, zusammenzuarbeiten und dass wir nicht alleine sind. Dieser ganze Kontext der Konferenz erinnert daran, dass es einfach notwendig ist, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen, das System zu ändern. Und wir fühlen uns nicht isoliert, wenn wir hier uns vernetzen können. Es macht keinen Sinn, vereinzelt zu arbeiten als Haitianer oder als Deutscher oder als andere Organisation. Wir müssen natürlich zusammenarbeiten. Das ist einfach das Gebot der Stunde. Ja, ich arbeite für eine NGO und als ich diese Arbeit begonnen habe, war das vielleicht ein bisschen ein Widerspruch zu meinem Leben. Die NGO trägt dazu bei, die sozialen Beziehungen zu entpolitisieren und die Haitianer tatsächlich in den Mittelpunkt zu stellen ihres eigenen Lebens und ihrer eigenen Gesellschaftsorganisation. Diese NGO sagt uns, dass wir praktisch die Regierung bilden müssen. Denn wir brauchen keine paranationalen Regierungen. Wir müssen aber bestimmte Funktionen an andere abgeben. Wenn wir das tun, dann führt das dazu, die Beziehungen zu entpolitisieren, wie ich schon sagte, und ein Machtverhältnis zu schaffen als Antwort auf die politischen Probleme in diesem Land. Als ich da mitgearbeitet habe, also das war nur 3 Monate lang, ich wollte einfach etwas anderes machen. Als ich da begonnen habe, mitzuarbeiten, habe ich festgestellt, dass es doch möglich ist, etwas zu verändern, dass man tatsächlich soziale Bewegungen unterstützen kann. Und wenn ich in einer solchen Organisation mitarbeiten soll, dann muss ich auch die Möglichkeit darin sehen, meinem Land zu helfen. Ich habe sehr viel gelernt bei dieser Arbeit in der NGO. Es war für mich eine sehr interessante Erfahrung. Und das gilt wahrscheinlich auch für die NGOs, alle Arten von NGOs. Man muss diese Arbeit möglichst weit verknüpfen und vernetzen. Ich betrachte es als Privileg, hier Unterstützung zu bekommen für Projekte, Hilfe dabei, wie man Graswurzelinitiativen unterstützen kann, wie man kleine Initiativen unterstützen kann aus ganz verschiedenen kleinen Gemeinden. Also das ist etwas, was wir noch alles machen müssen in der Zukunft. Und das werde ich auch sicherlich weiterhin machen. Ich werde sehr häufig mit Ihnen allen mich austauschen, denn das bringt uns voran. Wir wollen diese Veränderung und wir wollen darüber diskutieren, wie man Abhängigkeiten verringern kann, wie wir in dem Aufbau unserer Zukunft Fortschritte machen können. Ein gutes Beispiel, nicht nur für Haiti, sondern auch für andere Völker, auch für die USA. Dankeschön, Bumba, für diese ersten Einblicke. Jetzt möchte ich mich an Mark wenden. Mark Schulle ist ein Anthropologe mit über 2 Jahrzehnten Erfahrung im Bereich NGOs.
Er ist Vorsitzender von verschiedenen NGOs. And the current president of the Haitian Studies Association. Also Präsident der Haitian Studies Association. Seine Forschungsarbeiten im Bereich Hilfe nach dem Erdbeben wurde sehr stark beachtet. Sein neuestes Buch heißt Humanity's Last Stand über die globale Katastrophe. Es geht auch um neue Ideen, neue Solidaritätsnetzwerke. Marc, aus Ihrer Sicht, was sehen Sie zur Analyse von Bumba? Ja, vielen Dank für diese Aufforderung und Einladung und hier auch die Gelegenheit, gemeinsam mit Bumba zu sprechen. Das ist fantastisch. Wir haben schon bei anderen Initiativen zusammengearbeitet. Es ist wichtig, diese Analysen von Beteiligten zu hören und auch von denjenigen, die vom Austausch ausgeschlossen sind, wie zum Beispiel die jungen Menschen, die in den Shanty Towns, wie es auf Englisch genannt wird, leben. Ich habe vor kurzem erst einen Artikel herausgegeben zu den ausländischen Ursprüngen der zeitgenössischen oder der aktuellen Krise. Ich bin ja kein Haitianer und ich wurde jetzt auch nicht gefragt, mich zur Situation in Haiti zu äußern oder eine bestimmte Position zu unterstützen oder zu verteidigen. Es geht vielmehr darum, dass ich mir meine eigene Regierung anschaue und die Rolle meiner Regierung, was die Regierung der USA tun als neoliberales Regime, als aktuelles Zentrum. Und es ist meine Verantwortung, da deren Rolle zu prüfen und zu sehen, wie die Außenpolitik der USA sich auswirkt auf die Situation in Haiti. Und sich darauf auswirkt, ob die Menschen in Haiti ein vernünftiges Leben leben können. Das geht zurück auf die Ursprünge der Plantagen und der Sklaverei. Daran müssen wir uns sicherlich erinnern. Es ist ein langfristiger Kampf. Es ist nicht nur etwas Aktuelles, Neoliberales. Es ist, sitzt viel tiefer als das. Es geht aber auch eben um Klimawandel, es geht um das Überleben unserer Art. Und Haiti ist ein Land, mit dem ich mich seit 20 Jahren schon befasse. Und andere wie Bumba und seine Kollegen treiben mich da gewissermaßen auch an in meiner Forschung. Zur Arbeit, die ich in Haiti mache, Moment, ich setze mir meinen Timer. Meine Rolle dabei ist, mir anzuschauen, wie die Menschen ihr eigenes Leben wahrnehmen und erleben, wie sie die Strukturen erleben. Wie sie die Strukturen auch der Bestrafung, wie sie manchmal genannt werden, erleben und wie sie zurechtkommen mit dem, was sie haben. Die Menschen haben eine freie Wahl, aber sie haben nicht die gleichen Chancen oder Gelegenheiten. Und diese Struktur bringt gewisse Verhaltensweisen hervor, die antihumanistisch sind, die gegen Menschenrechte verstoßen, die antidemokratisch sind. Und unsere Rolle, wenn wir solidarisch sein wollen, ist es, die Spielregeln so zu ändern, dass die Menschen die Gelegenheit haben, wirklich zu wählen, welche Regierung sie haben wollen, in welchem Land sie leben wollen. 2009 wurde Haiti die Schulden erlassen. Wenn man Schulden abbezahlt, dann kann man nicht zahlen für den Gesundheitssektor, für den Bereich Bildung, kann sich nicht um Umweltpolitik, Umweltschutz kümmern. Das heißt, als Land können wir uns betrachten, was tut unsere Regierung, was tun die internationalen Institutionen. Deutschland ist auch beispielsweise ein wichtiges Mitglied, Weltbank,
Internationaler Währungsfonds. Deutschland wie die USA ist privilegiert in dieser kapitalistischen Wirtschaftsstruktur. Und die Wirtschaft ist ja das, was diese Ungerechtigkeit und diesen Mangel an Chancen für die Menschen vorantreiben. Deswegen können Menschen an Orten wie in Haiti nicht vernünftig leben. Das heißt, wir müssen uns die Wirtschaft anschauen. Da geht es auch nicht nur um die Regierungen. Es geht um die Wirtschaftsstrukturen, um die Saatgutunternehmen, die eben auch dazu beitragen, dass Landwirte in Haiti nicht überleben können. Im Heimatort meiner Mutter beispielsweise werden auch Landwirte jetzt vertrieben im ländlichen Minnesota. Und wenn man sich jetzt anschaut, was in Haiti geschieht, dann sieht man, da sind Anleger, da sind Investoren, da sind Personen, die das finanzieren. Darüber muss man sprechen. Auch die Clinton-Regierung, König und Königin von Haiti wurde das Ganze schon mal genannt, Bill und Hillary Clinton, das, was geschehen ist nach dem Erdbeben 2010, darüber muss gesprochen werden. Bei uns gibt es Menschen, die haben Hypotheken, die müssen ihre Studentendarlehen abbezahlen und die kaufen Kleidung, die in Haiti produziert wird. Auch wir sitzen da mit am Tisch und wir müssen aktiv werden. Also das ist so die politische Ebene. Die Nichtregierungsorganisationen haben jetzt eine Art humanitäre Besetzung, wie es von manchen wie Bumba genannt wird, vorangetrieben. Da geht es einmal um Wiederaufbau, aber es geht ja auch um Menschenrechte. Und hier spielen die ausländischen Akteure eine große Rolle, wenn man sich die Nichtregierungsorganisationen ansieht, über die politische Bühne hinaus, dann haben die Haiti abhängiger gemacht von Hilfe aus dem Ausland, von Importen aus dem Ausland. Und zusammenfassend kann man auch sagen, dass die Hilfe selbst die zweite Katastrophe darstellt. Ich war Tage nach dem Erdbeben in Haiti. Und die Menschen waren definitiv traumatisiert und sie waren auch sehr unorganisiert. Sie haben aber dann ihre politischen Unterschiede, ihre religiösen Unterschiede beiseite gelassen, in dem Bemühen, gemeinsam einfach zu überleben. Ein Beispiel, ich hatte da die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu kaufen und Wasser zu kaufen. Und mir wurde gesagt, bevor ich dafür zahlen darf, müsse man erst mal klären, dass man überhaupt meine Spende entgegennehmen dürfe. Und da waren ungefähr 80 Personen, 80, die sich zusammengestellt haben. Und die hatten eine Liste und haben gesagt, okay, der hier hat einen Eimer, der hier hat das und das. Hier können wir so und so viel Wasser transportieren. Das heißt, sie mussten auch erst mal prüfen, bringt uns das was? Können wir damit arbeiten? Und innerhalb von Stunden konnte das Ganze dann wirklich verteilt werden und bejaht werden. Ja, das schaffen wir. Also das ist ein System auf Grundlage von Solidarität. Und zuerst reagiert die Bevölkerung von Haiti selbst. Das sind nicht nur welche, die gefüttert werden müssen, die abhängig sind, sondern die haben selber auch Fähigkeiten und Möglichkeiten. Kapital wurde abgezogen, es musste für Ausländer gearbeitet werden, an Orten, wo man die Sprache nicht spricht. Und dann auch der Oxfam-Sex-Skandal, der auch Jahre später erst herauskam, oder auch andere Skandale, spektakuläre Medienskandale, die gezeigt haben, dass dieses System der Hilfe auch eine Art Kolonialisierung darstellt. Da werden Entscheidungen getroffen von Leuten, die gar nicht wissen, was vor Ort eigentlich Sache ist, ganz systematisch. Beispielsweise bei der Verteilung von Reis oder Bohnen, das bekommt dann eine Familie von zwei Personen oder mehr Personen. Da wird teilweise davon ausgegangen, dass die Familiengrößen geringer sind. Ein Top-Down-Ansatz wurde verfolgt. Hinweis der Dolmetscherin, der Redner ist kaum zu verstehen aufgrund des Tons. Da waren Personen, die wirklich nur einzelne Worte Deutsch oder Spanisch oder Englisch verstanden oder sprechen konnten, die dann entsprechend eine Rolle übernommen haben.
Und was da mit Hilfsgeldern gemacht wurde, ist schockierend. Große Prozentzahlen von Frauen berichten auch, dass sie Opfer von sexuellen Gewalttaten wurden, beispielsweise in den Lagern. Of the humanitarian aftershocks. This is what happens when you give men all the power to decide who receives. Und das passiert, wenn einzelne Männer oder Menschen entscheiden, wer Hilfe verdient oder nicht. Es ist schockierend, dass Hilfe dazu beitragen kann, dass Familien zerstört werden und dass auch die Gewalt gegen Frauen zunimmt. Und das betrifft dann Menschen, die einfach nur ihr Leben leben wollen. Vielen Dank dafür, Mark, für diesen Einblick in die Studien, in deine Arbeit und in den Aktivismus. Für Katja ist das jetzt natürlich sehr undankbar, dass sie jetzt für eine Nichtregierungsorganisation sprechen wird, die international aktiv ist. Katja Maurer ist Journalistin und Chefredakteurin des Medico Newsletters. Ausgebildet wurde sie als Dolmetscherin und Übersetzerin. Sie leitete auch den Öffentlichkeitsarbeitsbereich und sie für Medico. Sie arbeitet zum Thema Lateinamerika. Publiziert auch zum Thema Israel und Palästina und zum Thema multiperspektivische Erinnerung. Seit dem Erdbeben in Haiti 2010 hat sie zur Geschichte und Gegenwart des Landes geschrieben und gemeinsam mit jemand anderem das Buch Haitianische Renaissance, der lange Kampf um postkoloniale Emanzipation veröffentlicht. Ja, Katja, dann zur Sache. Vielleicht erstmal eine kurze Vorstellung dessen, was Medico in Haiti tut, auch im Teil Aufbau und Rekonstruktion. Benutze die Gelegenheit trotzdem, ich muss es rausnehmen, zu sagen, dass man kann eigentlich als Hilfsorganisation nach dem, was Marc gerade gesagt hat, auf gar keinen Fall sich hier hinstellen und Projekte vorstellen. Das würde so tun, als hätten wir ein Rezept in der Tasche, mit dem wir dann sagen könnten, so macht ihr das dann besser und dann retten wir Haiti. Das aber ist genau das Problem die ganze Zeit. Wir haben in Haiti erlebt und für mich war es als jemand, der das begleitet hat, 10 Jahre lang ein großer Schock, was die Idee, von außen ein Land retten zu können, anrichten kann. Das ist ganz schwierig für eine Hilfsorganisation sozusagen, deutlich zu machen, zu sagen, wir können solche Projekte, wie ihr sie euch als Spenderinnen und Spender vorstellt, nicht machen. Denn es ist eigentlich normalerweise der Business ist, ich stelle ein Projekt vor, das erscheint dem Spender einleuchtend und dann hilft das schon. Aber genau das hat in Haiti die Katastrophe hervorgerufen, von der Marc Schuller eben gesprochen hat, dass wir eine Projektkultur in Haiti haben, die ich nennen würde, das sind Spenderwillenprojekte. Diese Projekte wurden nicht nur nach dem Erdbeben durchgeführt, sondern die gibt es seit den 1990er Jahren. Haiti gilt als die Republik der NGOs, der ausländischen NGOs, die quasi das Land von seinen eigenen Kräften und Ressourcen enteignet haben. Und ich möchte ein Beispiel nennen. Wenn Sie als Zuschauerinnen jetzt sich überlegen, denken an Haiti, was würden Sie da tun? Dann sage ich Ihnen, was Ihnen als privilegierte Weise einfällt. Ihnen fallen die armen haitianischen Kinder ein. Und was passiert dann? Wir könnten zum Beispiel, wenn Trump nochmal wiedergewählt worden wäre, dann hätten wir jetzt eine stellvertretende Präsidentin, die jetzt sogar ein haitianisches Kind adoptiert als Ausweis ihrer moralischen Integrität. Das ist der weiße koloniale Blick auf Haiti. Die beliebtesten Projekte sind Projekte mit Kindern. Es gibt Waisenhäuser, es gibt so viele Waisenhäuser, so viele Waisen gibt es gar nicht und Gott sei Dank gehen die Kinder anschließend zu ihren Familien zurück. Wenn man jetzt sich also noch anschaut, was nach dem Erdbeben geschehen ist, so ist es noch viel katastrophaler. 40.000 NGOs waren in Haiti, vollkommen ohne jede Kontrolle. Ich habe ein Buch geschrieben, das hat Andrea Steinke schon erwähnt. Darin habe ich versucht, das alles zu rekapitulieren. Und ich hatte die Hoffnung, dass ich vielleicht doch bei den NGOs lande, also bei meiner eigenen Herkunft und kann sagen, na so schlecht war das nicht.
Aber als ich dann dachte, was haben denn die NGOs gemacht? 40.000 NGOs in einem Land mit 10 Millionen Einwohnern. Sie sind überall hingeströmt und hatten das Gefühl, hier gibt es nichts außer das, was wir tun. Sie haben genau nicht das gemacht, was Marc gesagt hat, zurückgegriffen auf das, was vorhanden ist, sondern sie haben die Spenderwillenprojekte, das, was den weißen Spender als sinnvoll erscheint, Haiti aufgedrückt. Und haben sind so, würde ich sagen, in die Eingeweide dieser Gesellschaft vorgedrungen und haben das Land weiter entmächtigt. Und ich finde es überhaupt nicht übertrieben, von einer humanitären Besatzung zu sprechen. Deshalb, was kann man tun als eine NGO, die versucht, doch auch politische Arbeit zu machen, aufzuklären? Wir haben in Europa eine Gruppe gegründet, die heißt Stop the Silence on Haiti. Also Schluss mit dem Schweigen über Haiti. Wir müssen versuchen, unseren Einfluss, der sehr klein ist in dieser Frage, geltend zu machen, um zu erzwingen, dass die Unterstützung für den Präsidenten Moïse aufhört. Denn sowohl die EU wie Deutschland sitzen in dieser sogenannten Core Group. Das ist die Gruppe, die in Haiti alles entscheidet, die vor allen Dingen über das Geld entscheidet, und unterstützen nach wie vor einen vollkommen illegitimen Präsidenten, der selbst ganz klar in Korruptionsfälle und verwickelt ist und Gangs an die Macht gebracht hat. Das ist sozusagen, mir erscheint Krachschlagen über die Situation in Haiti tatsächlich wichtiger als jetzt irgendwie sehr schöne kleine Hilfsprojekte zu machen, die sich gut an die Spender verkaufen. Natürlich arbeiten wir dabei mit Partnern zusammen. Das möchte ich jetzt, das geht gar nicht anders. Mit Nixon oder eben Partnern wie zum Beispiel das Menschenrechtsnetzwerk in Haiti, das Medico jahrelang unterstützt hat. Eine Organisation, die gerade die internationale Hilfe versucht hat zu kontrollieren nach dem Erdbeben und reihenweise Untersuchungen herausgegeben hat. Presseerklärung gemacht hat und nachgewiesen hat, dass zum Beispiel 80% der Hilfsgelder aus den USA wieder in die USA zurückgeflossen sind. Über Deutschland gibt es solche Zahlen nicht, aber es ist sehr viel zurückgeflossen. Jetzt gibt es aber die Aufstände in Haiti und ich werde gefragt als sogenannte Expertin über Haiti und muss dann mir wieder anhören, wie korrupt Haiti ist. Dabei muss man natürlich sagen, die Korruption liegt auch auf unserer Seite und ich sehe es genauso wie Marc. Unsere Aufgabe ist es, unsere eigenen Regierungen anzuklagen. Und das ist sehr aussichtslos, weil es ist klar, Haiti ist im Stich gelassen. Es wird verschwiegen, was wir dort angerichtet haben. Es müsste eigentlich eine Kehrtwende geben in allem, was wir unter Hilfe verstehen und worüber wir vielleicht auch noch diskutieren werden. Thank you so much, Katja. Vielen Dank, Katja, für diesen kritischen Einblick in das Funktionieren und die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen und auch der eigenen Organisation. Wie ich das jetzt verstanden habe, würden Sie den Weg der Fürsprache einschlagen wollen. Und ich möchte auch gerne das Podium für alle drei Teilnehmer jetzt öffnen. Da können wir uns noch mal austauschen. Wir haben Bumba gehört, wir haben Marc gehört, wir haben Katja gehört, die sich geäußert haben über Dinge, die nicht so gut funktioniert haben, um das mal euphemistisch zu sagen, in den letzten 10, 20 oder vielleicht 200 Jahren in Haiti. Was wäre denn die Alternative jetzt? Es gibt einige Nichtregierungsorganisationen, die durchaus sagen würden, was sie tun, ist solidarische Arbeit. Natürlich will man ja Menschen helfen nach einem Erdbeben. Man will, dass die Menschen überleben. Aber was kann man anders machen? Was muss anders gemacht werden? Auf welche Weise, damit diese Solidarität auch funktioniert. Da hätte ich gerne, dass Nixon Bumba sich vielleicht zunächst äußert. Ja, danke. Ich freue mich über die Vorträge von Marc und von Katja zur Haiti-Frage. Ich glaube, wir alle müssen Alternativen suchen heute für die ganze Welt, in der ganzen Welt, für die Rekonstruktion der Welt. Wie gestalten wir Beziehungen in der Welt neu, speziell auch in Haiti und die Beziehungen Haitis zur Welt? Wir
Man muss sich ja nur anschauen, wie der globalisierte Kapitalismus Haiti benutzt hat und dominiert hat. Alternativen suchen, alle zusammen. Und da muss man erstmal sich vor Augen führen, was sich in unserer Welt geändert hat, warum es sich geändert hat und was gerade passiert, welche Entwicklungen in den letzten 10 Jahren stattgefunden haben und was genau die Beziehungen zwischen Haiti und Deutschland sind, zwischen Haiti und Europa, ob diese Beziehungen immer noch koloniale Beziehungen sind und bleiben sollen, auf Makroebene mit den Regierungen, aber auch auf der Ebene der Zusammenarbeit in Projekten mit den armen Familien, mit den entrechteten Familien. Da muss man das mit ein bisschen Distanz betrachten, analytisch betrachten. Jeder muss sich da seine Fragen stellen und wir versuchen unsererseits einen Beitrag zu leisten und uns natürlich auch selbst zu befreien dadurch und uns von diesen Helden zu befreien, die versuchen, Haiti zu befreien. Und viele Beiträge sind keine Beiträge zur Gerechtigkeit und zur Entwicklung. Haiti selbst hat eine neue Humanität, eine neue Menschheit aufgebaut. Wir Schwarzen, afrikanischer Herkunft, wurden gekidnappt vom System. Es wurden uns Systeme aufgezwungen. Man nahm uns nicht als Menschen wahr. Man behandelte uns nicht als Menschen. Wir waren Arbeitstiere, keine Menschen. Hatten keine Ansprüche auf das, was anderen Menschen zustand. Damit muss man anfangen, mit dieser Gerechtigkeit. Und dann auch brechen mit den gegenwärtigen Strukturen. Und dann braucht es natürlich auch Druck auf die Regierung in Europa, in Deutschland, Frankreich, auch die USA. Wollen wir die, können wir die so weiter dominieren lassen? Ganze Länder dominieren lassen über korrupte Regierungen. Das ist eine Welt in mehreren Geschwindigkeiten. Kolonisierung auf der einen Seite durch die Staaten gegenüber Staaten wie Haiti, die nie vollwertig anerkannt waren in ihrer ganzen Geschichte. Und Druck auch von unten, Bauern aus Deutschland, die zusammen mit Bauern in Haiti vielleicht oder mit gemeinsam auch mit amerikanischen über Lösungen nachdenken für uns. Alternativen suchen, gemeinsam suchen. Alternativen auch zum Kapitalismus. Weil es gibt im Moment in der Welt nur diese Logik des Kapitalismus. Alternativen auch zum Kolonialismus. Und zum Produktivismus, wo wir Menschen die Natur dominieren, was ja ein Teil der Probleme verursacht hat, die wir erleben in Haiti. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir die Auswirkungen des Klimawandels massiv zu spüren bekommen. Viele mussten Haiti verlassen, in andere lateinamerikanische Länder gehen aufgrund dessen, mit welcher Brutalität und Grausamkeit diese Entwicklungen stattfinden, sehen wir jetzt in Haiti. Der Klimawandel macht große Probleme im Alltagsleben in Haiti, auf weltweit natürlich. Es geht auch um die Freiheit. Die Freiheit der Menschen, die Rechte der Menschen, die Vielfalt, die Diversität, die Toleranz, Gleichbehandlung, Gleichberechtigung in den Entscheidungen, die getroffen werden für die Zukunft und bei der Suche nach Lösungen und Alternativen, die wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht das Kapital und auch nicht die Macht und auch nicht die Ehre oder das Ansehen, sondern die Gerechtigkeit und die Solidarität. Diese Suche nach Lösungen müssen wir gemeinsam betreiben.
Niemand kann für sich in Anspruch nehmen, dass er das schon weiß und dass er alle Lösungen hat. Natürlich, wir müssen es gemeinsam suchen. Danke schön für diesen Beitrag. Jetzt möchte ich mich an Katja wenden. Das hat sie jetzt überrascht. Ich möchte mich auch nicht wiederholen. Natürlich ist es wichtig, Haiti nicht zum Schweigen zu bringen oder über Haiti zu schweigen. Wir hören da die falschen Dinge durchaus, die falschen Narrative, die da weltweit verbreitet werden. Aber zu Ihrer Position als internationale NGO, die ja mit diesen ganzen Akteuren im Kontakt ist, die Bumba erwähnt hat, wie die deutsche Regierung und deren Eingriffe und so weiter und so fort. Wie könnten wir diesen Gedanken der Solidarität, den Bumba gerade angeführt hat, wie können wir den in die Praxis umsetzen? Für Sie als Mensch, aber auch als Mitarbeiterin und Vertreterin. Da gehören wir auch dazu und wir arbeiten selber auch daran, gehört es darum, tatsächlich die Hilfe wieder neu zu definieren, und zwar in Kontexten von Solidarität und nicht als eine feudale Einrichtung, die versucht abzufedern, was der globale Markt an Schäden hinterlässt. Das heißt, wir brauchen wieder eine Hilfe, die sich repolitisiert und die versteht, dass es um Solidarität geht. Und wir sind auch beauftragt, sozusagen unsere Spenderinnen mitzunehmen. Also das, was wir auch mit dieser Konferenz versuchen, aufzuklären, was sind die Ursachen. Gegenüber Haiti, das wissen wir alle, haben wir eine riesige Bringschuld, weil Haiti das Land ist, was mit seiner Revolution die Menschenrechte erst universalisiert hat. Und diese Erfahrung ist ausgelöscht worden und die muss zurückgeholt werden. Wir werden Achille Mbembe hören in dieser Konferenz. Er hat die Idee von Reparatur. Ich glaube, was Haiti anbetrifft, liegt die Reparatur auf der Hand, wie sie aussehen muss. Reparatur heißt Reparation. Haiti musste Schulden für entgangene Sklavenarbeit bis nach dem Zweiten Weltkrieg zurückzubezahlen. Seit der Unabhängigkeit von 1824. Mehr als 100 Jahre lang war Haiti in einer Schuldknechtschaft. Diese Schulden gehören an Haiti zurückbezahlt. Das wäre wirklich mal ein Zeichen für ein anderes Verhältnis, für eine Dekolonisierung unseres Verhältnisses zu Haiti. Das halte ich für zentral. Hilfe, wenn sie sich anders versteht, ist nicht nur rechenschaftspflichtig gegenüber dem Spender oder den Geldgebern, sondern gegenüber denen, die die Hilfe empfangen. Wir gehören genauso zur Verantwortung gezogen. Wir müssen wissen, die UNO ist nicht dafür zur Verantwortung gezogen worden, dass sie Cholera nach Haiti brachte, dass sie das Land okkupiert hat. Amerikanische Konzerne wurden nicht dafür zur Verantwortung gezogen, dass sie fadenscheinige Projekte in Haiti durchgeführt haben, nur um sich selbst zu bereichern. Die Liste ist endlos. Und auch die NGOs wurden dafür nicht belangt, dass sie mehr für sich selbst getan haben als für die Haitianer. Also das heißt, hier muss eine Umkehrung der Rechenschaftspflicht stattfinden. Ein Projekt, was ich glaube, was die Zukunft sein wird, ist, dass wir natürlich eine Art von Nahrungsmittelsouveränität für Haiti brauchen. Ja, und Unterstützung, um das zu erreichen. Haiti gehört zu den 5 Ländern, die in der Klimakatastrophe am meisten betroffen sind. Und Nahrungsmittelsouveränität, statt das Land zu überschwemmen mit Nahrungsmitteln aus dem Ausland, wäre ein Weg für viele, sich eine eigene selbstbestimmte Existenz aufzubauen. Also wir müssen uns da ganz neue Dinge vorstellen. Darin kann Hilfe eine Rolle spielen, wenn sie versteht, dass es nicht Hilfsbusiness ist, sondern dass es eine politische Aufgabe der Solidarität ist. Thank you, Katja. Mark, would you like to make a last comment? Dankeschön, Mark. Möchten Sie noch kurz zum Abschluss etwas sagen? Wir haben ja etwas spät begonnen. Ich möchte deshalb ein kleines bisschen überziehen. Ja, in Haiti gibt es eben diese vielen NGO-Projekte.
und deren Aktionen haben nicht zur Transformation geführt. Warum? Was können wir machen im Sinne der Solidarität? Es gibt eine bestimmte Struktur, und wenn wir die Sachzwänge betrachten, die Entwicklung und humanitäre Hilfe weniger effektiv machen, dann sehen wir eben, was diese NGOs weniger effektiv macht. Die Projekte, wenn wir da etwas versuchen und dann umzusetzen, die Gesellschaft zu verändern, ist es auch immer noch so, dass die humanitäre Response nicht möglich ist. Wenn Sie die Arbeit nicht zentrieren auf konkrete, wirklich lebende Menschen mit deren Prioritäten, Sachzwänge, die versteht man, aber die Hoffnung auf das, was als nächstes kommt, wie sich also dann die Solidarität umsetzt in Aktion, das verlangt ständige Selbstkritik, und die macht es eben dann möglich, dass man sich daran erinnert, dass das Ergebnis wichtiger ist der Aktionen als die Absichten. Behind the treatment of Haiti, we just, the United States sent three deportation flights in a day this week. It was a Democrat. This wasn't Trump, you know, so. Diese Woche Verschiedenes erlebt, dass man fragt, was können wir machen? Es gibt da Vermittler, die hin und her gehen, aber wir müssen zunächst mal die Hausaufgaben machen. Wenn wir die nicht machen können, indem wir zum Beispiel die Sprache lernen und wirklich dann wissen, was los ist in Haiti, das ist ja das Minimum. Man kann nicht einfach nur einen Scheck schreiben, sondern man muss auch aufschreiben, wir interessieren uns für dies und das, dies und jenes. Also wie kann man sich selbst überhaupt, wie kann man Rechenschaft geben, auch gegenüber der lokalen Bevölkerung? Man kann nicht einfach nur Dinge abhaken, es gibt da gewisse Mindeststandards. But these new minimum standards need to center human dignity. Diese Mindeststandards, die sind einfach zentral für die Menschenwürde. Haiti hat man ja 1804 die Revolution erreicht und wurde dafür bestraft. Wenn Sie heute universal sehen, dass die Menschlichkeit im Zentrum steht, on the ground in Haiti. So what they're talking about in terms of humanity is contingent on their dehumanization. And so that needs to be centered as does the interrogation of our own privilege as those of us in the global north, those of us who have white privilege, those of us who have male or cisgender privilege, but in particular in Haiti, those of us who have the privilege of living in an empire. We need to interrogate. There, people in Haiti are not... Wir müssen das hinterfragen. Man bittet uns ja nicht, uns in die Politik von Haiti einzuschalten. Es geht um die Wirtschaft. Merci, Mark. I would like to give Dankeschön, Mark. Dann möchte ich Bumba jetzt das letzte Wort geben. In dem Sinne, was wir jetzt gerade von den Kollegen in Deutschland gehört haben, inwieweit stellt sie das zufrieden? What is more? Ja, ich sehe das absolut auch so. Ich bin absolut einverstanden mit dem, was Katja sagte, über die Wege zu Alternativen für Haiti. Ernährungssouveränität, Umweltfragen, Umweltschutz, Schaffung von Arbeitsplätzen, um auch ein Leben in Würde zu ermöglichen. Das ist wichtig. Wenn man wirklich Alternativen suchen will und umsetzen will und auch die westlichen Regierungen ins Boot holen will, dass sie eben nicht mehr Haiti wie die kleine Kolonie behandeln,
dann braucht es, muss man auch die Bevölkerung hören und einbeziehen in diese internationale Zusammenarbeit. Das Schauen, wo das viele Geld hingeflossen ist, das nach Haiti gegangen ist, ob es zu den Menschen gelangt ist. Und wirklich auch Ansprechpartner sein für die Menschen in Haiti selbst, um von ihnen zu hören, wie es ist in Haiti. Und diese Menschlichkeit im Mittelpunkt, das ist genau das bei der Suche nach Alternativen. Und natürlich ohne diese Unterscheidung und Trennung zwischen Schwarz und Weiß oder Nordamerikanern, Südamerikanern, Europäern. Eben die Menschlichkeit im Zentrum. Die Menschen, die sich auch gegenseitig bereichern, von einem Land zum anderen über die Grenzen hinweg. Um die Solidarität zu erreichen. Nicht nur diese bürgerliche Solidarität, diese etwas herablassende Solidarität, sondern die richtige. Das war sehr interessant, diese Diskussion. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ein bisschen über Haiti sprechen konnte und unseren Kampf über die Befreiung und Emanzipierung. Hier in all the international actors who might be listening today, that it's the imperative to put humanity at the center and then. Ja, Humanität im Zentrum. Das gilt auch für die internationalen Akteure und daher muss es kommen. Ansonsten sehen wir eben, wo man hinkommt, wenn man die Menschlichkeit nicht an erste Stelle stellt. Damit danke ich Ihnen. Nixon Bumba, Marc Schuller in Chicago und Katja Maurer in Frankfurt. Vielen Dank an Sie. Es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu diskutieren und ich hoffe, dass wir dieses Gespräch entweder über das Internet oder auch bei anderen Treffen, vielleicht auch in Nach-Covid-Zeiten dann fortsetzen können. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen können. Im echten Leben. Und damit möchte ich auch gleich überleiten zum nächsten Thema. Denn das hat für mich auch eine persönliche Note, denn ich war auch auf Lesbos. Und auch deswegen es war kein Zufall, dass wir genau diese beiden Orte, diese beiden Inseln als Beispiele gewählt haben. Es sind beides Inseln und vielleicht wissen Sie das nicht alle in der Situation, die alle uns jetzt gerade dargestellt haben, die historische Situation seit den 90er Jahren in Haiti, die Zeit nach dem Coup. Das hat dazu geführt, dass viele geflohen sind von Haiti und eben auch dann in internationalen Gewässern festgenommen wurden, nach Kuba verbracht wurden, in Lagern gehalten wurden, in schrecklichen Situationen. Also beide Beispiele zeigen auch, dass es eine Struktur gibt der Externalisierung von Grenzen, der Umleitung von Migrationsströmen. Ich meine damit, was wir jetzt erleben, ist nicht unbedingt neu. Die Instrumente mögen sich ändern. Altrad Peck nennt sie das die Institution en Misère. Es geht uns eben darum, daraus zu lernen, gemeinsam die Zukunft zu gestalten als Aktivisten international, auch uns gegenseitig eben zuzuhören. Thank you so much. Also vielen Dank. Ich freue mich wirklich darauf, auf die nächsten beiden Tage. Es ist eine bedeutende Gelegenheit für uns, uns auszutauschen und ich freue mich jetzt dann auch auf das nächste Podium. Vielen Dank. Ach, hier ist ein Break.
Show you, I need one more chance. Oh, baby, I'm show you, I need one more chance. Oh.
Thank you.
Je vais mettre un masque, mais non. Ja, guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Ich begrüße Sie und euch alle herzlich zum zweiten Panel des Tages unserer Konferenz. Nach dem Fall Haiti beschäftigen wir uns jetzt mit dem Fall Moria. Das inzwischen abgebrannte Flüchtlingslager bei Moria auf Lesbos ist zum Symbol der fehlgeleiteten Flüchtlingspolitik Europas geworden. Im Rahmen des EU-Türkei-Abkommens war es zu einem Hotspot für beschleunigte Asylverfahren erklärt worden. Genau wie die Hotspots auf den anderen ostägäischen Inseln ist das System der Schnellverfahren mit anschließender Abschiebung in die Türkei oder Umverteilung auf andere EU-Länder jedoch gescheitert. Stattdessen leben viele Menschen Monate oder gar Jahre lang in den provisorischen Elendslagern, ohne zu wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Die Verantwortung dafür schieben sich EU, griechische Regierung und Kommunalverwaltungen gegenseitig zu. Ganz ähnlich sieht es aus, wenn es um den UNHCR sowie um die unzähligen Nichtregierungsorganisationen und Freiwilligen um die Lager herum geht. Auch hier sind die Zuständigkeiten häufig ungeklärt oder diffus und es ist kaum möglich, Verantwortliche zu benennen. An der Gesamtsituation in den Hotspots hat sich durch die Anwesenheit von UNHCR und Hilfsorganisationen nichts verbessert, im Gegenteil. Überbelegung, medizinische Unterversorgung, mangelnder Rechtsbeistand, schlechte hygienische Verhältnisse, Witterungsanfälligkeit und eine prekäre Sicherheitslage bestimmen nach wie vor den Alltag der Menschen. Und dies ist keine Folge von Ressourcenmangel. Es flossen in den letzten Jahren Milliarden von Brüssel nach Athen. Hinzu kamen Spendengelder in Millionenhöhe und unzählige Hilfslieferungen. Moria scheint auch ein Geschäftsmodell geworden zu sein, aus dem sich Profit schlagen lässt. In dem Maße, wie die Menschen in den Hotspots entrechtet werden, nimmt ihre Abhängigkeit von Hilfe zu. Um in einer menschenwürdigen Unterkunft untergebracht zu werden, aufs Festland verlegt oder in einem anderen EU-Land aufgenommen zu werden, ist Vulnerabilität zum Maßstab geworden. Nicht Menschen, die Rechte haben und diese geltend machen, wird ein würdiges Leben gewährt, sondern allenfalls denen, die nachweisen können, besonders verletzt bzw. verletzlich zu sein. So werden sie alle als Rechtssubjekte negiert und zu Objekten humanitärer Hilfe degradiert. In einem schwammigen Konglomerat aus Migrationsmanagement, Sicherheitspolitik und Barmherzigkeit bleibt von den Menschenrechten nicht mehr viel übrig. Es entstehen Räume ohne demokratische und rechtsstaatliche Strukturen, in denen das Hilfsregime zusammen mit dem Sicherheitsapparat die Kontrolle übernimmt. Was bedeutet es? Was bedeutet es, wenn Flüchtlingslager trotz Anwesenheit zahlreicher Institutionen und Hilfsorganisationen nicht Orte der Zuflucht, sondern Quellen neuerlicher Gewalterfahrung werden? Ist der Schutz von Menschen auf der Flucht und im Transit vereinbar mit Intentionen der Kontrolle von Migrationsbewegungen? Wie kann es sein, dass seit Jahren mit dem Stichwort Moria Spendengelder eingeworben werden, ohne dass sich die Situation der wenigen tausend Menschen vor Ort merklich verbessert? Inwiefern kompensieren humanitäre Organisationen staatliches Versagen an den EU-Außengrenzen? Und wie müssen Solidarität und Hilfe aussehen, damit sie der Entrechtung von Flüchtlingen entgegenwirken? Über diese und andere Fragen möchte ich in der kommenden Stunde mit Shirin Tinnesand, Maximilian Pichel und Sean Ziegler sprechen, die ich ganz herzlich begrüße. Shirin Tinnesand arbeitet für die griechische Medico-Partnerorganisation Stand by Me Lesbos, die selbstorganisierte Flüchtlinge im alten wie im neuen Moria unterstützt.
Außerdem forscht Shirin an der Oslo Metropolitan University in Norwegen über die Rolle internationaler Hilfsorganisationen in Flüchtlingslagern und Krisengebieten. Maximilian Pichel, der hier neben mir sitzt, studierte Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft in Frankfurt am Main und war anschließend rechtspolitischer Referent bei der deutschen Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Seine Forschungsschwerpunkte sind kritische Rechtstheorie, Flüchtlings- und Migrationsrecht sowie Polizeirecht. Er hat sich unter anderem intensiv mit dem EU-Türkei-Abkommen auseinandergesetzt. Jean Ziegler ist Soziologe. Er war unter anderem UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung und ist Mitglied im beratenden Ausschuss des UN-Menschenrechtsrats. 2019 waren wir zusammen auf Lesbos und haben dort das Flüchtlingslager Moria besucht, also noch vor dem Brand. Darüber hat Jean Ziegler das Buch Die Schande Europas geschrieben, als dessen Autor wir ihn heute Abend eingeladen haben. Ich freue mich sehr, dass ihr alle drei zugeschaltet seid, beziehungsweise hier neben mir seid und möchte euch nun auch endlich zu Wort kommen lassen. Wir haben es eben von Marc Schuller und den anderen im Haiti-Panel gehört, wie sehr die Insel abhängig geworden ist von internationaler Hilfe. Marc Schuller hat es so formuliert, die Hilfe war nach dem Erdbeben die zweite Katastrophe. Ich denke, da gibt es Parallelen zu dem, was wir auf Moria beobachten. Shirin, du lebst seit einiger Zeit auf Lesbos. Du kennst das alte Moria vor dem Brand und das neue Moria, von dem viele sagen, es sei noch schlimmer. Du arbeitest täglich mit Menschen zusammen, die im Lager leben müssen, und du bekommst mit, wie Hilfsorganisationen über die Insel herfallen, ohne dass sich grundlegend etwas für die Flüchtlinge verbessert. Ist die Hilfe in Moria gescheitert? Vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen. Wenn wir über die Hilfeindustrie auf Lesbos sprechen, da sehen wir, dass es sehr gut geht, dass sie vielleicht sogar ihre Ziele übererreicht. Es gibt ja zum Beispiel so ziemlich die teuersten Duschen in Europa in dem Camp. Man weiß zwar nicht, wie viele es gibt, aber es sollte da eine Menge Duschen geben im Wert von 5 Millionen Euro. Wenn wir jetzt in die Türkei schauen, 6 Milliarden Euro wurden der Türkei übergeben für 3,6 Millionen Flüchtlinge. Und die Türkei ist das Land, das zum Teil die größte Flüchtlingsdichte weltweit hat im Vergleich zu Griechenland, wo 3 Milliarden Euro für circa eine halbe Million, für circa 250.000 Flüchtlinge gegeben wurden. Also das sind 1.700 Euro für die Asylsuchenden in der Türkei, während es 15.000 pro Kopf in Griechenland sind. Da gibt es doch einen klaren Unterschied, was sich hier abspielt ist. Und das müssen wir auch eben betrachten. Sieht so aus. Zwei Punkte. Zum Ersten, die ganze Situation, damit wird umgegangen, als ob es eine humanitäre Krise wäre, aber das ist nicht so, es ist ein politisches Problem und so sollte es auch behandelt werden. Also was würde geschehen, wenn wir morgen das Lager evakuieren würden? Tausende und Abertausende von Menschen würden ihre Arbeitsplätze verlieren, ihr Einkommen, und jeder, der hier gewesen ist, der sieht, dass es ist nicht Absicht, aber dass alle profitieren von dem Elend, auch ich. Zwar nicht finanziell, aber eben durch das Netzwerken. Wenn ich nicht nach Moria gegangen wäre vor einiger Zeit, wäre ich zum Beispiel heute nicht bei dem Podium dabei. Also davon profitiere ich auch ich. Moria hat sich also irgendwann in etwas verwandelt wie eine Goldmine in Kalifornien. Aber das geht eben auf Kosten der Flüchtlinge. Wie gesagt, es wird behandelt wie eine humanitäre Krise. Das öffnet jede Menge Türen, aber das sollte als politisches Problem behandelt werden.
Und alles im Zusammenhang damit, das wurde ja schon bei der Einführung erwähnt, die Depolitisierungsprozesse, das ist auch symptomatisch. Wenn das als humanitärer Prozess behandelt wird und die NGOs, die schießen aus dem Boden. 2016 wurden viele erst gegründet, sind durchaus jung. Und es gibt da eben nicht den entsprechenden Professionalismus. Wenn Sie die Homepages anschauen, da fehlen oft ganz grundsätzliche Dinge wie Finanzberichte, Aktivitätsberichte, sogar Adressen manchmal und Ansprechpartner. Zum anderen, was vor Ort stattfindet bei den NGOs. Ich möchte da auch darauf hinweisen, die NGOs spielen da eine Rolle. Es ist ja nicht nur die EU und der UNHCR, auch die NGOs. Wie gesagt, also 2015, insbesondere 2016, kamen eine Vielzahl dieser NGOs an und es hat sich da das Bild herausgebildet, ja, wir brauchen einfach viele Hände, jeder kann kommen. 2015 hat das auch in gewissem Maß gegolten, aber ab 2016 hat sich die Situation geändert. Was wir jetzt haben ist, wir haben diese Vorstellung, jeder könnte kommen, aber mehr als Empfangszentrum. Wenn Sie als Asylsuchende in Deutschland ankommen, dann haben Sie im Aufnahmelager auch die Möglichkeit, mit dem Psychologen, dem Juristen und so weiter zu sprechen. So ist es aber in Moria nicht. Die Menschen haben doch ein Recht, auch professionell unterstützt zu werden. Als Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe, dann möchte ich ja geheilt werden, beziehungsweise zunächst eine Behandlung, eine Diagnose. Ich möchte nicht, dass der Arzt da sitzt und weint, nachdem er mir die Diagnose gegeben hat, sondern wenn es heißt, es ist ein Tumor, dann ist auch die Frage, was kann man machen? Es nutzt ja nichts, wenn man Mitleid bekommt. Die Menschen haben das schon erlebt, was sie erlebt haben. In gewissem Maß ist man da auch eben dann nicht konsequent, was ihre Menschenwürde angeht, wie man sie behandeln sollte. Nochmal, wenn wir über unqualifizierte Helper sprechen. Die haben einfach keinen Hintergrund, kein Hintergrundwissen, mit welchen Menschen sie es zu tun haben werden, mit was sie umgehen sollen. Das finde ich also schon sehr merkwürdig. Es gibt auch noch eine andere Vorstellung, die erzeugt wird durch die NGOs, zumindest in meiner Erfahrung, nämlich diese Vorstellung, dass die Asylsuchenden und die Flüchtlinge ungebildet wären, nicht in der Lage wären, auch einfache Dinge zu machen und dass sie da Hilfe brauchen. Insgesamt profitieren die NGOs davon. Ich bin ja selbst bei einer NGO und ich sehe, dass die davon profitieren. Es gibt da Gerüchte, ich habe da auch Gerüchte gehört, dass man bei manchen NGOs sogar bezahlen muss, um ehrenamtlich etwas zu tun. Die vermieten dann auch vielleicht Wohnungen und Fahrzeuge an die Helfer und das ist bei den NGOs teurer, als es normal auf dem Markt vor Ort wäre. Also da fließt viel Geld und vielleicht wird man auch noch aufgefordert, dann Spenden einzuwerben. Was macht der Staat in Griechenland nun? Ist das eine Unfähigkeit oder eine Unwilligkeit, das zu überwachen, das Geld zu überwachen, diejenigen, die ankommen, zu überwachen? Es gibt ja bestimmte NGOs, die immer noch außerhalb der Lager arbeiten. Es behaupten auch viele, sie wären eine NGO, sind das aber eigentlich gar nicht. Welche Standards haben sie eigentlich für diejenigen, die ankommen? Ich möchte nicht sagen, dass alle Ehrenamtlichen schlecht wären, aber es gibt doch den Bedarf, eine gewisse Professionalität an den Tag zu legen. Wir haben es hier mit den Schwächsten zu tun.
Und auch der Staat in Griechenland kann das eben nicht einfach den Nichtregierungsorganisationen überlassen. Das funktioniert nicht. Die können auch nicht garantieren, dass die Rechte dann geschützt werden, wenn sie das nicht überwachen. Insbesondere wer da als Ehrenamtler ankommt, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass zum Beispiel auch Sexualstraftäter ankommen über diese Kanäle. Das ist alles möglich in diesem Umfeld. Eine weitere Möglichkeit, das zu betrachten, und das ist auch sehr eigenartig. Es gab ein Bauunternehmen nach der Überschwemmung und so weiter, aber jetzt sind hier Nichtregierungsorganisationen am Werk, auch was zum Beispiel jetzt das Abwasser darstellt. Also wenn ich mir einen Klempner bestelle, dann will ich ja auch niemanden, der unqualifiziert ist oder der nicht mal die richtigen Werkzeuge mitbringt. Da wäre ich doch auch ziemlich skeptisch. Jedes Mal, wenn es regnet, wäre dann mein Haus überschwemmt, mein Eigentum beschädigt. Ja, dann würde ich die doch zunächst mal aus meinem Haus rauswerfen und sie dann verklagen wegen Sachbeschädigung. Und genau das erleben wir aber in Moria, dass da unqualifizierte NGOs die Aufgabe zum Beispiel hatten, das Abwassersystem in Ordnung zu bringen, aber die kamen mit ein paar Schaufeln an, nicht mal mit Baggern. Dann war natürlich alles wieder überschwemmt. Das ist eben auch dann die Frage, wen man zur Rechenschaft ziehen kann, was überhaupt die Verantwortlichkeit ist. Man weiß ja auch oft auch gar nicht, wer für bestimmte Systemfehler verantwortlich ist. Wir erleben auch, dass es häufig eine Tendenz gibt, dass Asylsuchende, Flüchtlinge Dinge akzeptieren sollten, die wir selbst nicht akzeptieren würden, zum Beispiel, nachdem das Lager abbrannte und sie an einem temporären Lager gebracht wurden. Es wird also dann versucht, das temporäre Lager immer länger aufrechtzuerhalten. Da wird das dann plötzlich als akzeptabel erklärt. Wenn es in Deutschland ein Erdbeben gäbe, dann würden doch die Deutschen niemals akzeptieren, dass sie in einem Zeltlager sitzen müssen, ohne Möglichkeit, zum Beispiel 2 Monate lang zu duschen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann wären das Eimer und sie sollen da 10 Liter kaltes Wasser reinfüllen und dann im Freien duschen. Deutsche würden das nie akzeptieren, aber die Flüchtlinge sollen das akzeptieren. Was ich also verlange mit all dem ist, wenn wir die Situation ändern wollen, dann können wir die nicht so weiter füttern. Statt jetzt darüber zu sprechen, wie viele Duschen es gibt, wie viele Toiletten, müssen wir die Debatte zur Tatsache lenken, dass die Flüchtlinge festgehalten werden, ihre Rechte verletzt werden, dass das als politisches Problem zu behandeln ist. Wahnsinn in Moria. Also ich glaube, das ist ein Bereich, mit dem sich die wenigsten bislang beschäftigt haben. Es ist Kritik geäußert worden an der Politik schon, an vielen anderen Dingen. Aber was genau im Bereich der Hilfe in und um Moria herum geschieht, das ist noch ziemlich unterbeleuchtet. Und da bin ich sehr froh, dass du, Shirin, uns da jetzt einen Einblick gegeben hast. Max, eine Frage an dich jetzt als Jurist. Wie kann das System Moria immer weiter bestehen? Die Rechtsverletzungen an den Flüchtlingen sind offensichtlich. Warum ist es dennoch so schwierig, juristisch dagegen vorzugehen? Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Und ich glaube, man muss nicht Jura studiert haben, um klar zu erkennen, dass die Lebensbedingungen in den Hotspots auf den griechischen Inseln seit Jahren menschenrechtswidrig sind. Den Geflüchteten wird eine menschenwürdige Aufnahme verweigert. Der Zugang zu Gesundheit und Bildung ist kaum vorhanden. Ihre Freizügigkeit wird durch eine rigorose Residenzpflicht beschränkt und ihre Asylanträge, die werden kaum bearbeitet. Und ich glaube, auf den Inseln, da zeigt sich wie in einem Brennglas die grundsätzliche Strategie der zentraleuropäischen EU-Mitgliedstaaten, die diese seit über 20 Jahren EU-Migrationskontrollpolitik bereits verfolgen. Also eine Politik der systematischen Auslagerung.
Auf dem Papier soll das europäische Asylrecht erhalten bleiben, aber faktisch wird Geflüchteten der Zugang zum Asylverfahren versperrt. Und die griechischen Inseln sind dadurch eben auch Lager der Entrechtung geworden. Und ich möchte, glaube ich, mal zwei Gründe aus der Vielzahl von Gründen nennen, warum es bisher nicht funktioniert hat, gegen dieses System der Entrechtung auch vor den Gerichten oder innerhalb des rechtswissenschaftlichen Diskurses etwas zu unternehmen. Erstens, und da schließe ich an Shirins Ausführungen an, verhindert der Narrativ, es handele sich bei Moria um eine humanitäre Katastrophe, dass die Rechte der Geflüchteten ins Zentrum der Debatte gerückt werden. Und zweitens gibt es hohe faktische Hürden im europäischen Rechtsschutzsystem, die es den Anwältinnen und den Rechtsberatungsstrukturen nur schwer möglich machen, den Moria-Komplex, wie ich ihn nennen würde, vor den Gerichten anzugreifen. Bezüglich des ersten Punktes, da hat Shirin ja auch schon einiges gesagt. Eine Perspektive auf die Rechte der Geflüchteten ist wichtig, denn in den Narrativen über Moria spielt das eigentlich kaum eine Rolle und die Verantwortung der Staaten für die Zustände auf den Inseln wird auch weggewischt. Die unmenschlichen Lebensbedingungen werden wahlweise als humanitäre Katastrophe, als Ausnahme oder als Betriebsunfall gewertet. Und wenn doch einmal Geflüchtete von den Inseln umverteilt werden, zum Beispiel nach dem Brand vom September 2020, dann begründen die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten ihr Handeln oft mit einer angeblich schnellen Hilfe und einem moralischen Humanitarismus. Erinnern wir uns zum Beispiel an das Vorgehen der deutschen Bundesregierung und an die Aussagen von Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer. Die haben unbegleitete minderjährige Flüchtlinge dann nach großem öffentlichen Druck auch umverteilt nach Deutschland. Aber es gab sozusagen so ein Bild von einer großzügigen Aufnahmebereitschaft Deutschlands. Und dahinter geht verloren, dass die Bundesregierung seit Jahren die Rechte der Geflüchteten von den Inseln missachtet. Denn Geflüchtete, die bereits Familienangehörige in Deutschland haben, die haben nach der Dublin-III-Verordnung, also der europäischen Rechtsverordnung, einen durchsetzbaren Rechtsanspruch, um nach Deutschland einzureisen und hier ihr Asylverfahren fortzusetzen. Und die Bundesregierung blockiert solche Verfahren systematisch seit Jahren und verhindert die Familienzusammenführung. Solche bereits vorhandenen Rechte und legalen Einreisewege, die müsste man eigentlich statt einer freiwilligen Hilfe stärken. Dazu müsste man aber zuerst den Narrativ überwinden, dass es sich bei Moria eben um eine angeblich nur rein humanitäre Katastrophe handelt. Also Verantwortlichkeiten, die müssen ganz klar benannt werden. Die Verantwortung der EU, die auf den Inseln den EU-Hotspot-Ansatz auch durch den EU-Türkei-Deal durchgesetzt hat und dort unmittelbar mit der europäischen Asylbehörde und Frontex aktiv ist. Die Verantwortung der deutschen Bundesregierung, die den EU-Türkei-Deal wesentlich unterstützt und vorangetrieben hat und die legale Wege für Geflüchtete von den Inseln versperrt. Und die Verantwortung der griechischen Regierung, die das Lager hauptverantwortlich betreibt und nichts an den unmenschlichen Zuständen ändert. Und schließlich, darauf ist Shirin ja eingegangen, die Verantwortung einiger privater Hilfsorganisationen, die durch ihr fragwürdiges Engagement das Lagersystem stützen, anstatt es zu kritisieren und an seiner Überwindung mitzuwirken. Mein zweiter Punkt, der betrifft das Problem, warum man dieser Entrechtung, die beschrieben wird, auf den Inseln kaum etwas entgegensetzen kann. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel hat letztens ja gesagt, man wisse seit langem, dass Menschen dort unter unwürdigen Bedingungen leben. Aber warum kann man daran nichts verändern? Eigentlich haben Geflüchtete ein ganzes Bündel von Rechten, die den Zuständen auf den Inseln entgegenstehen. Die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention und die Europäische Aufnahmerichtlinie, die gewähren ihnen Freizügigkeit, Zugang zu Bildung und eine menschenwürdige Unterbringung, eine ausreichende Gesundheitsversorgung und schnelle Asylverfahren. Und wir wissen natürlich, das sehen wir alle, dass das überhaupt nicht in der Realität funktioniert. Und gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist auch an die Schutzpflicht der europäischen Staaten für das Leben und die Gesundheit von Menschen zu erinnern. In welchen Lagen unhygienischen Bedingungen überhaupt nicht eingehalten werden kann. Diese Rechte, die könnte man vor den europäischen Gerichten einklagen. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg oder vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Damit das Recht aber wirksam werden kann, muss es erst mobilisiert werden. Also das Recht vollzieht sich nicht aus sich selbst heraus, sondern es braucht Rechtsberatungsstrukturen und Mittel und Ressourcen, um einen Zugang zu Rechtsverfahren zu erstreiten. Und das sagen auch alle Anwältinnen und Rechtsberatungsstrukturen vor Ort, mit denen man redet, dass das die eigentlichen Probleme vor Ort sind.
Also dass man es eben nicht schafft, so viele Ressourcen aufzuwenden, damit man alle diese Verfahren systematisch führen könnte, um dieser Entrechtungspolitik etwas entgegenzusetzen. Und da muss man natürlich auch schauen, was haben die Gerichte gemacht. Das Gericht der Europäischen Union, das lehnte schon frühzeitig Klagen gegen den EU-Türkei-Deal als unzulässig ab, indem die Richterinnen schlicht behaupteten, die Mitgliedstaaten der EU hätten nicht in ihrer Funktion als europäische Organe gehandelt, als man den Deal mit der Regierung aus Ankara schloss. Durch dieses Urteil zeichnete sich das Gericht der Europäischen Union praktisch von seiner Kontrollfunktion frei und überlässt den Mitgliedstaaten bei der Auslagerung der Migrationskontrollen komplett freie Hand, ohne rechtsstaatliche Einhegung. Der Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der ist wiederum kompliziert, wenn man die Lebensbedingungen auf den Inseln systematisch überprüfen will. Jede Klage in Straßburg ist zunächst die Klage eines Individuums. In Eilrechtsverfahren gelang es zwar immer wieder, Geflüchteten einen Weg aus den Lagern zu ebnen, nur endet damit automatisch das Verfahren, um grundsätzlich zu klären, welche Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention in den EU-Hotspots eigentlich verletzt sind. Bisschen langsamer für die Dolmetscherin. Auch zeigt sich die griechische Regierung geschickt darin, Fälle von grundsätzlicher Bedeutung schnellstmöglich vom Tisch zu räumen, zum Beispiel durch die Zahlung von Entschädigungen an Betroffene. Ziel ist es, kein größeres Verfahren in Straßburg zu eröffnen. Und schließlich verschlingt jeder Einzelfall sehr viele personelle und finanzielle Ressourcen, selbst wenn man einen Fall vor Gericht gewinnt. Denn dann beginnt oft erst das Problem, das Urteil auch in die Praxis umzusetzen. Die griechische Regierung und die Lagerleitungen, die versuchen jedes Mittel zu nutzen, um Gerichtsurteile zu umgehen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat vor 3 Wochen tatsächlich ein Verfahren von 8 Geflüchteten aus den 4 Lagern der Insel zugelassen und Fragen an die griechische Regierung übersandt. Und auch wenn das einen juristischen Zwischenerfolg darstellt, ist es durch dieses Verfahren weiterhin nicht möglich, die EU selbst für die Zustände auf den Inseln verantwortlich zu machen. Denn Griechenland wird ja verklagt und Griechenland würde einmal mehr als Stellvertreter abgestraft werden. Und selbst wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem Urteil menschenrechtswidrige Zustände feststellen würde, dann ist eine solche Entscheidung in 3 Jahren zu erwarten. Das Urteil würde dann aber eine Situation betreffen, die nicht mehr existiert und Bedingungen in Lagern anprangern, die es nicht mehr gibt. Denn schon jetzt verändert sich ja die Situation. Auf der Insel Kos soll ein geschlossenes Zentrum gebaut und das neue Aufnahmezentrum Lesbos soll am Rand der Insel unmittelbar neben einer Müllkippe errichtet werden. Dort, wo die einheimische Bevölkerung nicht mehr zufällig vorbeikommt, wo es weniger Öffentlichkeit geben wird und kaum noch Zugänge für Rechtsberatungsstrukturen vorhanden sind. Also, umso wichtiger ist es, die Zustände auf den Inseln zu repolitisieren. Das System Moria, das ist nicht mit dem Brand vom September 2020 untergegangen, sondern dieses System Moria, das besteht fort. Und das System Moria ist kein europäischer Betriebsunfall, sondern die logische Konsequenz aus einer verantwortungslosen Politik der Auslagerung und einer systematischen Entrechtung von Geflüchteten durch die Europäische Union. Ja, vielen Dank, Max, für die juristischen Erläuterungen dazu. Jean, jetzt möchte ich gerne dir das Wort erteilen. In deinem Buch schreibst du, mit der Aushöhlung des Asylrechts und den eklatanten Verletzungen der Flüchtlingsrechte zerstört die EU die Grundlagen, auf denen sie selbst 1957 errichtet wurde. Shirin hat nun eben beschrieben, wie es um die Hilfe auf Lesbos bestellt ist. Und Max hat die Grenzen juristischen Vorgehens gegen Rechtsverletzungen aufgezeigt. Was läuft politisch schief in Europa, dass es hier Orte wie Moria dauerhaft geben kann? Also ganz sicher ist es hochinteressant, was ich bis jetzt gehört habe und bin total einverstanden, was gesagt wurde. Aber was dahinter ist, hinter dieser Politik, verantwortlich ist für diese fürchterlichen inhumanen Bedingungen in Stacheldraht von den Flüchtlingen in Lesbos, Samos, auf den 5 Griecheninseln in der Ägäis. Verantwortlich ist die Europäische Union. Und die Europäische Union, vor allem Frau Ursula von der Leyen, die Präsidentin, ich zitiere sie, sagt, Flüchtlinge sind eine Bedrohung für die europäische Lebensweise.
im März letzten Jahres, Evros, der Konflikt am Fluss, am Grenzfluss, Evros hat sie gesagt bei einer Pressekonferenz in Athen, ich gratuliere, sie hat der griechischen Schlägerpolizei, Grenzpolizei gedankt und gesagt, ihr seid der Schutzschild Europas, der Schutzschild Europas. Mit allen Mitteln, und das hat Dr. Maximilian Bichl sehr richtig gesagt, mit allen Mitteln wird das Asylrecht, das universelle Menschenrecht auf Asyl, Artikel 14 der universellen Menschenrechtsdeklaration, ausgeschaltet. Menschen bringen sich um, Kinder verstümmeln sich in Moria und es geht weiter in Kara Tepe jetzt, weil die Asylanträge nicht behandelt werden. Praktisch an der Südgrenze Europas wird das europäische Asylrecht liquidiert. Dabei sind die Menschenrechte das Fundament der Römerverträge von 1927, also der europäischen Gemeinschaft, stellt den Anspruch, ein kontinentaler Rechtsstaat zu sein, in dem die EU das Asylrecht praktisch ausschaltet, mit Füßen tritt an der Südgrenze Europas, zeitweise die Südgrenze überhaupt schließt, diese Pullbacks macht, also die Frontex, die Grenzwachtorganisation der UNO, der EU, die griechische Grenzpolizei finanziert von der EU, praktisch dirigiert von der EU, die Menschenjagden machen auf hoher See, die Pushbacks, um die Flüchtlingsboote überhaupt nicht auf europäischen Küsten, auf die europäischen Küsten sich zu nähern und dort die Flüchtlinge ein Asylgesuch überhaupt deponieren können, also die Pushbacks und die abschreckenden, fürchterlichen Unmenschenbedingungen in den Hotspots. Diese Situation, diese Politik ist eine gewollte Strategie der Abschreckung der Europäischen Union. Warum diese Abschreckungsstrategie? Es wäre natürlich komplett falsch zu sagen, die Frau von der Leyen und die Kommissarin in Brüssel, die Exekutive der EU, das sind zynische Menschen und unmenschliche, die unmenschliche Verhältnisse willentlich schaffen. Es gibt einen ganz konkreten Grund, es gibt eine ganz konkrete Politik, die diese Abschreckungsstrategie begründet. Und das ist die folgende. Überall in Europa machen die rassistischen, xenophoben Bewegungen Fortschritte. Die AfD in Deutschland, Salvini, die Lega in Italien, Le Pen, heute wahrscheinlich die stärkste, der Front National, die stärkste Bewegung, total rassistische, xenophobe Bewegung in Frankreich und so weiter und so weiter. Der Schluss, den die europäische Exekutive rauszieht, die Kommission daraus zieht, ist folgendes. Die sagen, die Sündenbock-Theorie, das ist die Argumentation der xenophoben Bewegung. Die xenophoben Bewegung, Frau Le Pen zum Beispiel, Frankreich oder Salvini, die sagen den Leuten, euch geht es schlecht, prekäre Arbeit, Arbeitslosigkeit, drohende Armut und so weiter. Wer ist schuld? Die Flüchtlinge, die Fremden und insbesondere die Flüchtlinge. Die EU-Exekutive zieht den Schluss daraus, dass man, wenn man diese Bewegung stoppen will, und das muss man ja, diese Bewegung, Korrektionsbewegung stoppen will in Europa, muss man die Flüchtlingszahlen herunterbringen, auch mit total illegalen Mitteln, die übrigens die Glaubwürdigkeit der EU unterminiert und deshalb schon an sich sehr gefährlich ist, diese Abschreckungspolitik, diese Menschenrechtsverletzungspolitik. Und diese Aussage, diese Analyse der EU-Exekutive, der Kommission, die ist falsch, die ist historisch widerlegt. Ein Rassist, ein Antisemit, ein Antislamist, ein Antifeminist, ein Rassist ist ein Feind der Menschheit. Mit dem kann man keine Kompromisse schließen.
dem kann man nicht entgegenkommen, ein Wegstück lang und hoffen, er werde dann weniger rassistisch, weniger aggressiv. Das stimmt nicht, das kann man nicht, das ist ein Totalirrtum. Ein Rassist, ich sage es doch manchmal, muss bekämpft werden mit allen verfassungsmäßigen, demokratischen, friedlichen Mitteln, die unsere Rechtsstaaten, die 27 Rechtsstaaten der Europäischen Union haben. Aber es kann keine Kompromisse mit denen, mit diesen Bewegungen geben. Wenn sie denen den kleinen Finger geben, nimmt ihr die Hand. Wenn sie ihm die Hand geben, nimmt ihr den Arm. Wenn sie ihm den Arm geben, nimmt ihr den ganzen Körper. Es kommt mir, und ich habe das in meinem Buch erwähnt, es gibt einen historischen Vergleich, ich sage das sehr rasch, 1938, Daladier, der französische Ministerpräsident, Chamberlain, der englische Ministerpräsident, Premierminister, kommen nach München zum Hitler und sagen ihm, also die Tschechoslowakei könnt ihr zerschlagen, die Sudeten ins Reich integrieren und so weiter, aber bitte keinen Krieg, bitte keinen Krieg. Und Hitler sagt, prima, ich bin einverstanden, Schluss. Chamberlain und Daladier gehen zurück nach Paris und nach London. Chamberlain, der berühmte Satz, Peace for our time, ich bringe Frieden für unsere Zeit mit mir. Hitler zerstört die Tschechoslowakei, integriert die Sudeten und macht Krieg, greift Polen an. Also noch einmal gesagt, mit Rassisten kann man keine irgendwelche Kompromisse eingehen. Und deshalb ist diese Abschreckungsstrategie der EU total falsch. Das Asylrecht ist ein universelles Menschenrecht. Menschenrechte sind universell, unteilbar und interdependent. Sie können nicht quantifiziert werden. Man kann auch nicht sagen, ja, wenn wir jetzt plötzlich humane Verhältnisse in den Nahrung, adäquate Nahrung und so weiter, Hygiene, Schulen und so weiter, medizinische Versorgung in den ägäischen Lager machen würden, dann gäbe das ja einen Sogeffekt. Und dann kämen wieder viele andere, viel mehr Flüchtlinge noch, der sogenannte Pull-Effekt, wie die Amerikaner sagen. Der Sogeffekt. Und das ist ein Argument, zweiter Punkt, ein Argument, das total intolerabel ist, weil ein Menschenrecht, ich sage es noch einmal, wie das Asylrecht, jedermann, der in seinem Land gefoltert, bombardiert, verfolgt wird, hat das Recht, eine Grenze zu überschreiten und in einem anderen Staat um Schutz nachzusuchen. Wer dieses Asylrecht quantifizieren will und sagen, für die ersten 10.000 akzeptieren wir Schutzforderung, Schutz des Asylrechts. Aber wenn nachher kommt, gilt das Menschenrecht nicht mehr. Das gibt es nicht. Menschenrechte können nicht quantifiziert werden. Dazu kommt noch, dass rein praktisch gesehen, wenn Sie das UN-Hochkommissar Filippo Grandi hat das kürzlich gesagt, wenn man sämtliche wartenden Menschen, die zu erwarten sind, dass sie Libyen, Kroatien, Herzegowina, Biak und so weiter, die Ägäis, was mit mir, nach Europa kommen, dann müsste man mit ungefähr 50.000 Menschen rechnen. Die Europäische Union, die 27 Länder, heute haben 482 Millionen Menschen leben dort. Auch wenn alle kämen, die man erwarten müsste, wäre das überhaupt kein Problem, 50.000 Menschen zu integrieren in ein demografisches Bassin von über 480 Millionen Menschen. Also das Argument vom Sogeffekt, man muss die Abschreckung aufrechterhalten, damit Menschen in Syrien, in Afghanistan, im Irak, im Jemen, im Südsudan, im Darfur sich entscheiden, nicht zu kommen, weil die Nachrichten aus diesen Lagern, aus diesen Hotspots
so schrecklich sind, weil dort die Verhältnisse so fürchterlich sind, dass Menschen dann nicht kommen würden. Diese Abschreckungsstrategie, die ist eine totale Negation aller Menschenrechte, nicht nur des Asylrechts, sondern des Rechts auf Nahrung, auf Bildung, auf Gesundheit und so weiter. Eine Negation des Fundamentes auch der Europäischen Union, der sämtlichen Menschenrechte. Und dazu noch ineffizient. Wenn Sie ein Mensch sind, der noch lebende Kinder hat in Aleppo und jetzt in Idlib, wo die fürchterlichen Terrorbombardemente dieses Massenmörders Putin immer noch weitergehen, und Sie haben noch lebende Kinder und Sie leben in einem zerbombten, haben Ihr Haus verbombt, haben fürchterlich erlebt, dann gehen Sie weg. Was immer auch die Nachrichten aus Kara Tepe, heute dem Nachfolgelager von Moria, sind. Also die ganze Abschreckungsstrategie, ich höre gleich auf, die ganze Abschreckungsstrategie der EU, die gewollt ist, die Hölle von Kara Tepe heute ist gewollt, so organisiert. Die griechische Korruption kommt noch dazu, seit 2015 hat Griechenland mehr, etwas ganz knapp mehr als 3 Milliarden Euro für die Lager von Brüssel erhalten. Also die ganze Abschreckungsstrategie ist völkerrechtlich ein Vergehen, ein Delikt, politisch ineffizient und menschlich total unannehmbar. Und ich sage zum Schluss, wenn ich das noch sagen darf, es gibt uns, die 27 Staaten sind Rechtsstaaten. Es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Es gibt es nicht. Jeder von uns ist verantwortlich für diese fürchterlichen Verhältnisse in den Hotspots und für die Menschenjagd in der Ägäis und im Mittelmeer. Die Pushbacks. Jeder von uns ist verantwortlich. Und jeder von uns hat die Mittel, die verfassungsrechtlichen Mittel, die Mittel, die das Grundgesetz, die eidgenössische Verfassung, die französische Verfassung, jedem von uns gibt. Wir müssen uns nur bücken und diese Waffen, diese verfassungsrechtlichen Waffen aufzugreifen, um unsere Regierung zu zwingen, in Brüssel eine radikal andere Politik, eine Politik der Gastfreundschaft, der Aufnahme, des rechtlichen Gehörs, des Respektes des Asylrechts jedes verfolgten Menschen zu realisieren, zu konkretisieren und diese Abschreckungsstrategie, diese sofort zu liquidieren, radikal zu liquidieren, die Hotspots zu evakuieren und die Gefangenen, die gepeinigten, verfolgten Menschen auf die 27, wie das der Verteilungsplan von 2016 vorschlägt, auf die 27 Mitgliedstaaten zu verteilen. Und wenn einige osteuropäische xenophobe Regierungen, Orbán oder die Polen oder die Slowaken oder die Tschechen und so weiter, diesen Verteilungsplan weiterhin negieren, dann müssen sie zur Rechenschaft gezogen werden, dann müssen ihnen die Subventionen aus Brüssel, die sie am Leben erhalten, radikal gestrichen werden. Es hängt von uns ab, von uns. Es gibt keine mögliche Verantwortungslosigkeit für jeden von uns. Vielen herzlichen Dank für die deutlichen Worte.
Ich würde gerne eine Frage jetzt anschließen. Also wir haben jetzt viel gehört im Grunde über gewolltes oder ungewolltes Versagen der Politik, der Europäischen Kommission, der Hilfsorganisationen. Die Rechtsprechung kommt an ihre Grenzen. Es gibt noch einen Akteur, den wir noch nicht erwähnt haben, und das ist der UNHCR. Also die Vereinten Nationen haben eine Organisation, die eigentlich dem Schutz der Flüchtlinge verpflichtet sind. Die sind in Moria aktiv gewesen. Die haben das neue Lager mit aufgebaut auf einem vermutlich verseuchten Grund. Was ist da los? Was ist mit dem UNHCR los? Max, vielleicht zunächst mal an dich. Ja, also das UN-Flüchtlingshilfswerk hat ja eigentlich ein sehr klares Mandat, nämlich die Rechte für Geflüchtete aus der Genfer Flüchtlingskonvention gegenüber den Nationalstaaten zu verteidigen. Und UNHCR hat, ich glaube, letzte Woche eine Pressemitteilung herausgegeben und ganz scharf die Pushbacks an den europäischen Grenzen kritisiert, nachdem der Europäische Gerichtshof kürzlich ein Urteil dazu veröffentlicht hat. Und jetzt gibt es aber ganz viele Berichte von vor Ort, von den griechischen Inseln, von anderen Nichtregierungsorganisationen, von Wissenschaftlerinnen und von Journalistinnen, zum Beispiel jetzt seit kurzem auch viele Beiträge von Isabel Chayani vom WDR dazu, die sagen, dass UNHCR auch ein Teil des Problems und eben nicht nur ein Teil der Lösung ist auf den griechischen Inseln. Und man muss sich fragen, warum ist das so? Ich glaube, das sind ganz viele Ebenen, um nur ein paar zu nennen. Also wir haben natürlich generell eine Krise des menschenrechtsbasierten Systems auf der Welt. Und das schlägt sich dann natürlich auch auf die Arbeit von UNHCR nieder, weil UNHCRs Macht ist ja sozusagen nur geliehen durch die finanziellen Zuwendungen durch die Nationalstaaten. Und wenn da sozusagen das Interesse an einem flüchtlingsrechtlich basierten System wegbricht, durch den Aufschwung autoritärer Akteure wie Trump, Bolsonaro und auch in der Europäischen Union, dann gerät natürlich auch die Basis für die Arbeit von UNHCR in Gefahr. Dann kommt hinzu, dass UNHCR genau aus diesem Grund dann auch in einen Wettbewerb mit hineingedrängt wird mit anderen Hilfsorganisationen, auch um Spendengelder und dann eben auch auf einmal involviert ist direkt in die Verwaltung von solchen Camps, was eigentlich nicht die Aufgabe des UN-Flüchtlingshilfswerks sein sollte. Weil, das wissen wir, glaube ich, seit Jahrzehnten schon, Lager immer Orte der Entrechtung sind. Systematische Orte der Entrechtung und dort Flüchtlingsrechte nicht gewährt werden können. Und deswegen eigentlich ein Akteur, der sich der Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet fühlt, ein solches System nicht reproduzieren dürfte, sondern an seiner Überwindung mitwirken müsste. Aber UNHCR ist dann eben verwickelt in diese ganzen Krisen, in diese Probleme und steht auch noch in einem Konkurrenzkampf mit der internationalen Organisation für Migration, IOM, die immer mehr Zustimmung unter den Nationalstaaten erfährt. Und IOM ist nicht so verpflichtet den Flüchtlingsrechten gegenüber, setzt mehr auf das Migrationsmanagement, was auch die EU will, und mehr auf freiwillige Rückführungen. Und auch da kommt UNHCR in eine Zwickmühle. Also ich glaube, das sind so die Gründe, natürlich noch ein paar andere, aber das sind unter anderem so Gründe, warum UNHCR da auch eine sehr fragwürdige Rolle hat. Vielen Dank, Max. Jean, wir waren zusammen auf Lesbos vor 2 Jahren. Du hast eine kleine Delegation von Medico International und Pro Asyl begleitet und wir haben dort auch mit der Vertreterin des UNHCR gesprochen. Was ist deine Meinung dazu? Was läuft da schief, was den UNHCR anbelangt? Ja, wenn du auf dieses Recht. Wir hören dich nicht. Wir hören dich gerade nicht. Warte noch mal kurz. Du hörst mich nicht? Jetzt hören wir dich. Das wäre schade. Jetzt. In meinem Buch Die Schande Europas beschreibe ich diese Begegnung mit der Leiterin des Hochkommissariats. Es gibt ein Tonproblem leider wieder, Jean. Ich weiß gerade nicht, woran es liegt. Wo ist der? Ich warte, ob ich hier was höre. Soll ich den Genossen holen? Geht es besser? Jetzt verstehe ich dich, ja. Das war dann wieder weg. Ich versuche es nochmal. Sonst habe ich den Technik gedrückt. Es klingt gut jetzt. Es klingt gut, ja. Ja. Also diese Begegnung mit der Leiterin des Büros des Hochkommissariates in Mytilini, von der du gerade für eben hast, die beschreibe ich in meinem Buch Die Schande Europas. Und zwar war diese Begegnung ja kafkaesk. Wir haben über die Nahrungsmittelzufuhr, also über die Nahrung,
die verteilt wird, die damals in Moria und die jetzt das selbe System in Kara Tepe weitergeht, die griechischen Generäle, es ist ja Militär, Moria war eine Kaserne, ein Militärgebiet auch in Kara Tepe, es sind die griechischen Generäle, also das griechische Militär, das sich um die Ernährung der Flüchtlinge kümmert, die also ganz konkret die Catering-Verträge mit großen privaten Unternehmen auf dem Festland, in Athen zum Beispiel, abschließt und die bringen per Schiff jeden Tag nach Mytilene und dann von dort mit Lastwagen nach Kara Tepe die Nahrung für die Tausende und Tausende von Flüchtlingen. Und diese Nahrung ist häufig ungenießbar, ist häufig erstens ungenügend und häufig ungenießbar. Das Poulet oder der Fisch stinkt, die Flüchtlinge, die 2-3 Stunden Schlange gestanden sind, auch im Regen, auch im Schnee, die werfen diese Nahrung sofort weg, weil sie nichts zu essen gibt. Dann haben wir mit dieser Leiterin des Hochkommissariates im Büro mit der Linie über dieses Problem geredet. Und die sagt, eine UNO-Bürokratin mittleren Ranges, die sagt natürlich, wir wissen das, Korruption. Die griechischen Generäle machen diese Containerverträge, machen diese Catering-Verträge, nehmen eine Kommission und was vom Geld übrig bleibt, geht an diese Kommission. Korruption ist da eine ganz schlimme Angelegenheit, sagt sie. Aber wir können nichts tun. Wir können nichts tun. Und das ist eben komplett falsch. Und deshalb ist die Haltung von Filippo Grandi, dem Hochkommissar, heute, und Maximilian hat nicht gesagt, was er auf das Mandat ist des Hochkommissariates, nämlich die Genfer Konvention über Flüchtlinge von 1951, über die zu realisieren, die zu überwachen, dass der Genüge getan wird. Das UN-Hochkommissariat ist nicht verantwortlich, fühlt sich nicht verantwortlich, stiehlt sie aus der Verantwortung, genau gesagt. Ja, in den Hotspots, insbesondere in Samos, Kara Tepe und so weiter, in den fürchterlichen, schlimmsten Lagen, Stacheldraht umgebenen Lagen, mit einer Begründung sagen, das Subsidiaritätsprinzip. Und es stimmt, dass in den Statuten des Hochkommissariates dieses Subsidiaritätsprinzip verankert ist. Das heißt, das Hochkommissariat sagt, was ein anderer tun kann, das tue ich nicht. Was ein Nationalstaat tun kann, was eine Staatengruppe tun kann, UNO-Mitgliedstaatengruppe tun kann, das tue ich nicht. Das ist das Subsidiaritätsprinzip. Es stimmt auch, dass das Hochkommissariat, das hat 9.300 Mitarbeiter heute, hat ein Budget von 6,5 Milliarden Euro, hat eine riesige Verantwortung von Bangladesch bis Äthiopien für Millionen und Millionen und Millionen für Menschen auf der Flucht. Dieses Subsidiaritätsprinzip wird angerufen, um die Abwesenheit, die Verantwortungslosigkeit des Hochkommissariates auf den griechischen Inseln zu begründen. Und diese Anrufung, die ist nicht annehmbar. Das ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Filippo Grandi hat total Unrecht, weil das Subsidiaritätsprinzip gilt ja nur, wenn jemand anderes dann wirklich die Genfer Konvention von 1951 auch umsetzt. Die Menschenrechte, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Bildung, das Recht auf hygienisches, das Recht auf Nahrung, das Recht auf Nahrung, auf Wasser und so weiter, auch tatsächlich konkretisiert, auch tatsächlich schützt, was ja nicht der Fall ist, das haben wir heute wieder gesehen, nicht der Fall ist, auf den griechischen Inseln. Deshalb darf das Subsidiaritätsprinzip, das gilt nicht,
das Hochkommissariat stellt sich aus der Verantwortung, muss diese Verantwortung jetzt endlich übernehmen. Das muss geschehen, indem auf dieses Hochkommissariat Druck ausgeübt wird. Druck ausgeübt wird. Die Genfer Konvention von 1951 wurde unterzeichnet von praktisch von allen EU-Staaten sowieso und von praktisch allen Staaten der Welt. Wir müssen, ich komme noch einmal zurück, ein wenig pedantisch, aber trotzdem, so sind Professoren, pedantisch, es hängt von uns ab. Wir müssen, unsere Staaten sind UNO-Mitgliedstaaten. Wir müssen Druck machen auf unsere Regierungen, dass diese Regierungen im Verwaltungsrat des Hochkommissariats Druck ausüben auf den Hochkommissar, und dass der endlich seine Verantwortung in diesen Hotspots, in diesen fürchterlichen Lagen, die fast mit einigen Aspekten an Konzentrationslager, fürchterlichen Gedenkens erinnern, dass der Hochkommissar, der amtierende Hochkommissar, endlich seine Verantwortung wahrnimmt und zur Evakuation dieser Lager sich in Aktion setzt und für die rigorose Verantwortung aller Menschenrechte und insbesondere des Asylrechts für die gepeinigten Flüchtlinge ins Stacheldraht sorgt. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch wenige Minuten, aber ich denke, wir dürfen vielleicht ein paar überziehen. Ich würde nämlich jetzt gerne noch mal eine letzte Frage dann formulieren, da wir zum Schluss kommen müssen und dann Shirin auch unbedingt noch mal einbeziehen, die ja das alles auch sehr gut aus der Nähe kennt. Ich würde die Frage gerne auch jetzt auf das Thema Solidarität bringen, denn das ist was ja nicht nur ein Begriff, den nicht nur wir hier benutzen und ins Zentrum unserer Arbeit stellen, das tut auch die EU-Kommission. Die EU-Kommission hat letztes Jahr, kurz nachdem das alte Moria abgebrannt war, ein neues EU-Asyl- und Migrationspaket vorgestellt. Und es wurde laut getönt, so etwas wie Moria soll es nie wieder geben. Tatsächlich geht es in dem Paket aber durchaus um den Ausbau des Lagersystems. Und das, was die EU-Kommission da unter Solidarität versteht, bedeutet, dass aufnahmeunwillige Staaten andere Staaten bei Abschiebungen unterstützen. Und das erinnert mich an das, was du eben gesagt hast, Jean, an ein historisches Beispiel. Du hast es dann so zugespitzt, mit Rassisten kann man keine Politik machen. Und ich denke, das geht aber in genau eine solche Richtung, wenn man da eben Konzessionen macht an Staaten, die nicht bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen und dann auch das noch Solidarität nennt. Und damit möchte ich jetzt zum Begriff der Solidarität nochmal zum Schluss kommen. Also zum einen vielleicht als Frage formuliert, was bedeutet dieses neue EU-Asyl- und Migrationspaket, das angeblich einen Paradigmenwechsel darstellen soll, tatsächlich für das System Moria? Und wie kann Solidarität aussehen, eine Solidarität, hinter der wir auch stehen können und die wir gerne leben möchten? Ich weiß jetzt, ich würde gerne Shirin das Schlusswort geben, deswegen fange ich vielleicht nochmal mit dir an, Max. Ja, also ich glaube, dieses Nie wieder Moria, das stimmt halt nicht, was die EU-Kommission da formuliert hat, sondern dieser Impact on Migration, der wird solche Lager wie Moria in der Konsequenz sozusagen zur Regel machen. Und ich glaube aber auch gar nicht, dass sozusagen dahinter jetzt der ganz große Plan steht, dass man solche Lager unbedingt will. Also ich glaube, die EU, die hat schon ein Problem damit, dass sie immer wieder mit diesen Bildern auch auf dem europäischen Territorium konfrontiert ist. Aber das Problem ist eben, dass dahinter eine ganz massive Planlosigkeit steht, wie man mit Geflüchteten umgehen soll. Weil man sich eben nicht mehr auf diese Verpflichtungen eingelassen hat, die man einmal unterzeichnet hat bezüglich der Flüchtlingsrechte. Und deswegen sind solche Lager eben auch ein Resultat davon, dass man eben keine Solidarität auch zwischen den EU-Mitgliedstaaten ausübt. Und wir werden, glaube ich, erleben, dass eben solche Entrechtungssysteme immer stärker zunehmen werden an allen Außengrenzen. Das ist auch gar nicht so neu. Das hatten wir auch schon mal in der ganz großen Massivität in den 2000er Jahren. Aber ein ganz großes Problem ist, je mehr man an den Grenzen entrechtet und je mehr man auch zusammenarbeitet mit autoritären Regimen, wie in Ankara beispielsweise oder mit nordafrikanischen Staaten, das führt ja nicht zu einer politisch gewollten Stabilität,
sondern ganz im Gegenteil, man untergräbt die eigenen rechtlichen Verpflichtungen und man unterstützt eben auch autoritäre Systeme außerhalb der EU und sorgt damit teilweise auch noch für neue Fluchtursachen. Also das ist eben sozusagen überhaupt kein nachhaltiger Plan, der auf allen Ebenen zum Scheitern verurteilt ist. Vielen Dank. Schau, dann würde ich jetzt dir noch ein letztes Mal das Wort geben zum neuen EU-Asyl- und Migrationspakt. Also der Pakt von 2020 ist ein totaler Skandal. Das Problem ist, dass die EU hat ja 2016 einen sogenannten Relokalisationsplan, Verteilungsplan ausgearbeitet. Diese fürchterlichen Abschreckungslager kann man ja nur evakuieren, wenn man die Flüchtlinge verteilen kann auf das Ganze, auf die 27 Mitgliedstaaten der EU, die sogenannte Relokalisation. Jedes Land müsste nach diesem Plan, nach diesem Relokalisationsplan, je nach Demografie und wirtschaftlicher Stärke so und so viele Flüchtlinge aufnehmen. Polen, Ungarn, Slowenien, Kroatien, die Tschechei und so weiter weigern sich, diese Relokation durchzuführen, irgendwelche Flüchtlinge anzunehmen. Ich habe in meinem Buch den Ministerpräsidenten von Polen, den aktuellen Ministerpräsidenten von Polen, zitiert, und der hat öffentlich gesagt, wir nehmen keine Flüchtlinge auf in Polen, wir müssen die ethnische Reinheit der polnischen Nation schützen. Das sind Nazisprüche, die ethnische Reinheit. Gut. Jetzt, was ist die Reaktion der Bürokraten in Brüssel, Frau von der Leyen? Die sagt, sie will keine Flüchtlinge aufnehmen, aber dann zahlt wenigstens für die Ausschaffung von Flüchtlingen, die kein Asylrecht erhalten werden. Und das ist ein totaler Skandal. Wenn die xenophoben Regierungen in Osteuropa, Zentraleuropa, sich weigern, den Relokalisationsplan umzusetzen, anzunehmen, dann müssen die sanktioniert werden, indem der Kohäsionsfonds sich von der Liste streicht. Sie wissen, dass unter den 12 Fonds der EU der Schweiz auch stärkste, der sogenannte Kohäsionsfonds, und von diesem Kohäsionsfonds Milliarden und Milliarden und Milliarden von Euro leben die meisten dieser osteuropäischen Staaten, xenophoben Staaten, die leben davon. Letztes Jahr haben die 5 osteuropäischen Staaten haben 82 Milliarden Euro aus dem Kohäsionsfonds erhalten für ihre Infrastrukturen und so weiter und so weiter. Und diese Subventionen müssen denen gestrichen werden, das ist juristisch durchaus möglich. Die Sanktion muss so aussehen, gestrichen werden, bis sie zur Vernunft kommen, bis sie die Relokalisation annehmen. Jedes Kontingent von Flüchtlingen, das ihnen zugeordnet wird, aufnehmen, dass sie diese Verpflichtung wirklich respektieren. Wenn sie es nicht tun, ich sage es noch einmal, müssen die Kohäsionsfonds Milliarden gestrichen werden. Aber sie aus der Verantwortung zu entlassen, wie das der neue Migrationspakt ist, das ist meiner Ansicht nach ein totales Skandal. Das ist eine Ratifikation, eine Annahme, eine Legalisierung, wenn Sie so wollen, eine Legalisierung eines xenophoben, menschen- und völkerrechtlich unwürdigen Verhaltens. Vielen Dank, Jean. Dann, Shirin, möchte ich dich jetzt fragen, wir haben jetzt gehört, was die EU-Kommission unter Solidarität versteht. Es ist keinesfalls ein solidarisch sein mit den Geflüchteten. Wie kann denn Solidarität auf Lesbos, in Moria, um Moria herum, Kara Tepe herum aussehen? Thank you.
Ich möchte da erst noch ein bisschen zurückgehen. In den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, da sind ja diese ganzen Institutionen gegründet worden, die sich auf Rechte konzentrieren. Und sie und heute der UNHCR kümmert sich um die Flüchtlinge und zwar nur insoweit, wie das nicht anderweitig geregelt werden kann. Also das sind Dinge, die dann später kamen, später in den 80er Jahren, 90er Jahren. Das bedeutet also nicht, dass die Nichtregierungsorganisationen schlecht wären oder hilfreich, aber sie sind eben unerfahren. Wenn man gute Absichten hat, bedeutet das ja nicht unbedingt, dass man effektive Ergebnisse erzielt. Sie möchten ja gerne helfen. Aber sie stellen keine Fragen bis hinterher, nach der Hilfe, um welche Hilfe es eigentlich gehen soll. In gewisser Hinsicht ist das also sozusagen zu viel Hilfe. Ganz allgemein glaube ich auch nicht, dass die Menschen eigentlich geholfen werden wollen. Sie möchten schon etwas annehmen, aber nicht auf Kosten ihrer Menschenwürde, auf Kosten ihrer eigenen Fähigkeiten. Natürlich, da, wo sie sich nicht selbst helfen können, muss Hilfe sein. Aber wenn wir jetzt eben Lesbos ansehen, geht es darum, diesen Gedanken aus den 50er Jahren wieder aufzugreifen und zu praktizieren. Die Menschen sind gekommen und sie sagen, wir möchten etwas machen, wir werden aber blockiert, könnt ihr uns helfen? Also in diesem Vakuum, wo es viele Konflikte gegeben hat, die sich in Lesbos entwickelt haben, auch noch vor dem Hintergrund von Corona, wo verschiedene Hilfsorganisationen einfach verschwunden sind. In diesem Vakuum jetzt entwickelt sich etwas. Viele Menschen in den Lagern haben ja auch eine Vorgeschichte. Sie kommen aus Lagern, aus Ländern, wo Selbstorganisation schwierig ist. Wenn sie jetzt die Möglichkeit bekommen, machen sie das nicht für den UNHCR, sondern für sich selbst. Sie verlangen ihre eigene Identität, ihre eigenen Möglichkeiten für sich und für andere in dieser Situation zum Beispiel. Also von Anfang an. Die zwei Hauptdinge, die wir machen wollten, waren zum einen Hilfe mit einer Plattform, auf der man selbst für sich sprechen kann. Also nicht, dass wir für sie sprechen, sondern dass sie eine Möglichkeit nach außen zu sprechen haben, sich an die Medien wenden können, sagen können, so sieht's aus. Ich habe Kenntnis von der Situation, aber ich habe sie nie selbst erlebt. Das ist nur wiederholtes Wissen. Ich habe das nicht am eigenen Körper erlebt wie die. Ich habe das nicht selbst erlebt. Ich weiß nur davon. Durch das, was ich sehe, was ich höre, was mir erzählt wurde. Diesen Unterschied gibt es also. Zum einen also für sich selbst sprechen, zum anderen selbst tun. Das hat ja alles im März begonnen, in weniger als einem Jahr. Kümmern Sie sich jetzt nicht nur um den Müll, sondern nicht nur im Lager, sondern sogar draußen. Sie kümmern sich um Recycling, um Abfallwirtschaft. 50.000, es wird hier alles rausgeschafft. Das führt zu weniger Rattenbefall, weniger Geruchsbelästigung im Lager. Sie sehen sich das als Ihre eigene Verpflichtung an, der eigenen Gemeinschaft zu helfen. Und sie sind jetzt sehr stolz darauf, dass sie das erreicht haben, sich gegenseitig zu sichern. Und sie sitzen ja da und haben nichts, was sie machen können. Und wenn sie jetzt dieses Gefühl haben, ja, erhalten unsere eigene Gemeinschaft sicher, das stärkt ihr eigenes Selbstbewusstsein, ihre eigene Initiative. Sie bemühen sich auch um Bildung. Wir bieten Lehrerausbildung. Es gibt jetzt Gemeinschaftsschulen im Lager und auch Verteilung. Manche der größten Verteilungen in Moria wurden ganz einfach selbst von den Asylsuchenden organisiert. Also, was sie selbst machen können, machen sie. Sie sind auch hoch
in der Lage, diese Dinge zu machen. Und in Lesbos jetzt, das sind sie eben, haben sie Partner. Das sind nicht die Teams, sondern einzelne Partner, die jetzt unterstützen und helfen mit den Instrumenten, die sie brauchen. Wenn sie also an die Grenze kommen, wird das kommuniziert und wir füllen dann die Lücken auf. Aber die Flüchtlinge selbst sollten eben tun, was in ihrer Fähigkeit liegt. Jetzt nochmal zum UNHCR, wenn das in Ordnung ist. Der UNHCR wird nicht als vertrauenswürdig im Camp angesehen. Das ist auch verständlich. 7000 Menschen stehen jetzt vor dem Winter. Und neulich gab es minus 4 Grad. Es gab schon 2 Schneestürme. Das hat das Lager zum Glück noch nicht so stark betroffen wie manche andere Bereiche von Lesbos, aber es hat eben schon diese 2 Schneestürme gegeben, die Temperaturen sinken, es gibt Warnungen in den Medien, man soll drin bleiben und so weiter. Aber 7000 Menschen sitzen im Lager, sie haben keine Heizung. Nicht mal so etwas Grundsätzliches wie Heizung. Und das geschieht jetzt. Im alten Lager, da ist alles verbrannt. Und jetzt gibt es eben dieses UNHCR-Lager mit den Logos drauf. Und da gibt es nur diese Zelte. Das ist zu eng nach UN-Protokollen, zu eng auch, was Feuersgefahr da angeht. Das ist also jetzt alles wieder geschaffen und das einzig Positive bis